Guten Abend, Freunde. Herzlich willkommen zum heutigen Gameplay-Livestream von Illigella. Halten Sie die Kopfhörer bedeckt, es könnte zu den ein oder anderen Ausraster kommen. Warum, fragen Sie sich? Weil EA Sports Vancouver Canada es nicht geschissen bekommen hat, dass das Gameplay einheitlich ist. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Livestream bei Elias N97. Wir werden EA Sports zum ersten Mal dieses Spiel richtig spielen. Also mit meinem neuen Team. Kommt, ja. Hi. Freunde, ich habe mir Pelé gekauft, was soll ich euch erzählen? Ich habe mit diversen E-Sportlern geredet und sie haben alle gesagt, dass Pelé eine Maschine ist. Also habe ich mir Pelé gekauft, weil Euse ist bestimmt auch sehr gut, aber das Problem an der ganzen Sache ist, dass Eusebio erstens eine 500.000 mehr kostet und zweitens 5 Sterne Skills nicht hat. Und das ist sehr wichtig dieses Jahr, beziehungsweise momentan, man weiß ja immer nicht, ob EA was patcht. So, okay, wir sind online, glaube ich. Ja, perfekt. Ich habe schon mit euch geredet, ich zeige, ich bin online. Moin, mein Freund, moin. Freunde, mir fehlt noch ein Spieler. Und zwar würde ich mir ganz gerne an sich Vieira kaufen, weil der Mann bei mir, ich mag ihn einfach. Ich mag seinen Jürgen, nur Homo. Ich mag jemanden mit einem langen Jürgen auf der 6 haben, weil das einfach wichtig ist. Im Defensiv. In der Defensive. Perfekt. Ich brauche einen Sechser. Mein Team steht soweit. Das hier ist mein Team. Ich persönlich würde mir gerne Vieira kaufen. Irgendwie halt, ne? Ich habe die Coins dazu übrigens. Falls ihr denkt, ich habe nicht die Coins dazu. Ich habe die Coins. Ach so. Und ich werde Vieira auch zur ersten WL spielen. Ich habe mir das nämlich mal durch den Kopf gehen lassen. Philipp Lahm ist bestimmt ein super Typ, Digga. Der Mann ist bestimmt ein super Typ. Aber er hat erstens Arbeitsraten hoch und er ist der gleiche Spielertyp wie Kanté. Ich brauche jemanden, der die Bälle mit seinem Jürgen wegnimmt. Und Philipp hat nun mal keinen großen Jürgen. Was soll ich euch erzählen? Dajan mit einem Sub, Emanuel Vasado mit 2 Euro. Seit wann EA-Supporter? Das ist, Freunde, ich habe den Schal an, damit dieses Spiel mich nicht komplett hops nimmt. EA Sports, I am supporter since day one. Give me someone pack. No, not pack luck. Not scripting. Please not scripting, EA Sports. Hier, Freunde, den habe ich mir heute geholt. Ich will gar nicht nachgucken, wie teuer der jetzt ist. Ich sage euch so, wie es ist. Ich habe vorhin so ein bisschen nachgeguckt, ob einer... Ah ja, oh ja, super, super gemacht, Illigella. Super gemacht, Kollege Schnürschuh. Und ich brauche jetzt halt noch Vieira. Erneuern wird es nicht. Wartet mal. Ich kann euch mal... Ach ja, wir machen jetzt auch zum ersten Mal meine Anweisungen und so. Da habe ich mich noch gar nicht mit befasst, Freunde. Trading King. Damit habe ich mich noch gar nicht befasst. Guckt euch das mal jetzt an. Erstens mache ich ein anderes Lied an. Okay, das machen wir nicht an. Wir machen einfach mal das an. Also... Wie spielen wir? Wir spielen, erstens ist Deutschland lost, wie viel steht's denn da gerade? Digga, die Nations League ist so für den Arsch, Digga, wen juckt der Nations League? Ich glaube, das juckt die Spieler selbst nicht mal, die wissen bis heute nicht, was es ist. Oder glaubst du, Kai Havertz weiß, was eine Nations League ist? Ich glaube nicht, dass der Mann das weiß. Oder Emre Can. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die Kollegen das wissen. Also,
Wie spiele ich am besten? Dass hier auch alle gelinkt sind. Wie macht denn, wie hat denn Dings da das gemacht? Mo? Chat, so. Wie mache ich das? Ich will hier Viera hinstellen. Ich will hier Patty hinstellen. Patrick. Wie, gib mir jetzt nicht auf den Sack. Ich weiß, dass ich ihn nicht habe. Ja, so, Patrick. Funktioniert das so? Nein. Das funktioniert nicht. Muss ich ernsthaft drei Ikonen haben, um das zu machen? Das könnte ich ernst meinen. 4-2-2-2. Das geht nicht. In der engen Raute geht's nicht. Ich will Ronaldo auf Full Cam haben. Ich will Neymar nicht auf Full Cam haben. Ich will Neymar nicht auf Full Cam haben, sondern Ronaldo auf Full Cam. Die Frage ist, wie mache ich das mit welcher Formation? 4-2-2-2, sagt ihr? Digga, das geht nicht, ne? 4-2-2-2, ja und jetzt? Und jetzt? Neymar ist dann da? Warte mal. Das ist es, ne? Das ist es, glaube ich. Das ist es? Jetzt haben alle Full. Das haben wir. Okay, Freunde, also. Oh, mir fällt auf, wir müssen ja voll viel machen. Also, erstmal Chemistry Style mache ich nicht. Stürmer zu MS, perfekt. MS zu ZOM, gib's mir, nur Homo. MS zu ZOM, das habe ich alles 700 Mal im Verein. Brauche ich mich gar nicht hier. Freunde, ihr könnt gerne alle Like und Sieben lassen. Heute gibt es Gameplay-Stream. Es haben sich ganz viele Gameplay gewünscht. Ich habe genau nur Division Rivals-Spiele gemacht. Ich muss mich noch für die Schmutz-Weekend qualifizieren. Das wird interessant, irgendwo. Wird aber auch lustig, weil ich mich mit meinem Team einspielen kann. Das ist halt so das, worauf ich Bock habe. Und endlich kann ich mal mit meinem Team spielen und nicht mit immer irgendwelchen Food-Draft-Karten, wo ich einen halben Nervenzusammenbruch bekomme. Weil die 12 sich, 4, 5, 1. Nein, 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 nein. So geht's ja auch, Chat. Guck mal hier. Was ist denn los, Chat? Was ist denn los? Haltet euch bedeckt. Guck mal hier. Der Mann kriegt jetzt LS. LF zu LS. So. Zack. Und jetzt müsste... ich will mal nur was gucken. Ach so. Ich brauche einen brasilianischen Trainer. Ach, gib mir jetzt bitte nicht auf die Klöten. Ich werde da wohl einen brasilianischen Trainer haben. Oder hier, Ligue 1. Ist das nicht Ligue 1? Nee, das ist nicht Ligue 1 gewesen. Ja, ich weiß, was ich mache. Wir geben Jürgen einfach Ligue 1. Jürgen wegen Jürgen Würger. Verbrauchsliga-Item. Manager-Liga 649. Perfekt. Wo haben wir die französische Liga? Frankreich, 81 Stück. Perfekt. So, jetzt müsste Neymar an sich eigentlich, warte, das ist ein Bug, warte, Chat, ich kann das. Das ist ein Bug, Chat, wir gucken uns das jetzt hier an. Live-Chat, Bob, speichern. Da ist einer. Doch, so, warte. Mannschaften. Ihr könnt jetzt übrigens die Taktiken übernehmen, ich weiß noch nicht, ich werde so reingehen, ich sage nicht, dass die so gut sind. 6, und wenn Neymar viele Spiele gemacht hat, 10 Stück, dann hat er 7 Chemie, ergo, alles klar, gut, ich hab's verstanden. Wir müssen uns jetzt Patrick holen. Was muss ich verkaufen für Patrick? Ich muss verkaufen für Patrick. Wie teuer bist du denn? Und dein Jürgen? Onida. Junge, der ist so, ich kann ihn mir locker kaufen, aber er ist so teuer. Freunde, er ist so... Er ist so teuer. Luca, danke für deinen Sub.
Wenn du das für Patrick zahlst, hast du den Verstand verloren. Achso. Das versteht der Mann, da versteht der Mann. Erstmal Philipp Lahm. Digga, lohnt nicht für so viel. Das Problem ist, Annes, die werden nicht günstiger, Mann. Das ist komplett crazy dieses Jahr. Weil alle Profis holen sich jetzt Vieira und so. Du wirst sehen, der wird bei 4 bleiben. Irgendwann muss ich 4 Millionen für den ausgeben. YouTube Loss hat ihn ziemlich angezeigt. Ja, das ist manchmal so. Manchmal ist YouTube Loss. Also warte ganz kurz. Mit den Spenden. CR7 Ronaldo mit 1 Euro. Cristiano Ronaldo mit 1 Euro. Aha. Dori mit 1 Euro. JG Gaming mit 1 Sub. Daya mit 1 Sub. Emanuel habe ich vorgelesen. Danke für die ganzen Follows, die reinkommen. Mensch mit Kopf mit 1 Sub. Mit 1 Follow. Heidi, hab noch immer keine Bestellbestätigung bekommen. Was soll ich tun? Also an sich haben jetzt fast alle eine bekommen. Aber wenn PayPal das Geld abgebucht hat, hast du das T-Shirt. Macht euch keine Sorgen. Die beantworten alles, also sehr viele haben das schon bekommen. Jo Eli, was ist mit deinem Fußballturnier? Wir müssen gucken, ob es stattfinden kann. Bruno Fernandes in Form, der ist das nicht wert. Ist er auch nicht, der ist es ja auch nicht wert, aber ich brauche eine französische Icon, was soll ich euch erzählen? An sich halt. Ach so. Mann ey, 4 oder wir holen uns erstmal Baby Vieira. Wie teuer ist denn Baby Vieira? Aber der ist halt viel schlechter, ne? Freunde, die anderen haben auch alle den Preis gezahlt. Ihr werdet es sehen, die werden nicht günstiger. Das ist das große Problem an der ganzen Sache. Fair, die Bankdrucker, sagst du. Ist gut, der wird verkauft. Aber guck mal hier, da war schon wieder Trading illegal am Start. 993.000. Ich dachte, Digga, als ich das gesehen habe, dachte ich, ich hab mir selber einen Klops auf die Schulter gegeben, Freunde. Ey, aber der ist schon wieder ein bisschen teurer geworden. Der war mal bei 800 noch was. 850. Erstmal kommt Richard Richarlison in den Verein. Also das ist ja das Allerwichtigste jetzt erstmal. Das ist eigentlich das Wichtigste, was es gibt momentan. Chat, ich muss ihn mir halt holen. Ich muss mir leider Patrick Vieira holen. Hallo! Lieber Lahm oder spielt das? Digga, wenn ich Lahm hole, hat da irgendjemand keine volle Chemie. Ey, wie teuer ist Rullet? Junge, wer hat die Icon-Preise eigentlich verarscht? Wer hat die verarscht, Chat? Du bist erst ein richtiger Richarlison-Fan, wenn du alle Special-Cards von ihm holst. Mach ich doch, Digga. Sobald der Mann irgendwas bekommt, ich bin der Erste, der sich den holt. Ich hole den auch zu teuer. Stimmt, was ist mit Petit? Cooler, du holst Lama, machst Kanté gegen Pogba, dann hast du einen Long Schlong und einen kleinen. Kanté soll richtig krass sein. 9 Millionen Hilfe. Kanté soll eine absolute Maschine sein. Was muss ich verkaufen, um mir Vieira zu holen? Digga, ich brauche 2 Millionen für Vieira. Die anderen haben sich den auch alle geholt. Ah ja. Von daher, du steigst. Mach's nicht. Arsch, Haus und Freundin musst du verkaufen für Vieira. Edi braucht dein Rad, was gibt's denn? Jungs, ihr könnt Lahm nicht mit Vieira vergleichen. Vieira ist ein Monster. Vieira ist wirklich, Freunde, ich weiß nicht, wer von euch schon mal Vieira gespielt hat. Vieira ist die Versicherung auf der 6. Ich sag euch so, wie es ist. Kanté mies gut, 1,69, aber trotzdem 30 cm Lachs in der Buchse. Pelé verkaufen und 82er Fuß. Nee. Pelé werde ich spielen. Wenn Vieira Baby. Ihr versteht eins nicht, Chat.
Ich muss ihn mir irgendwann holen. Und ich glaube nicht, dass er günstiger wird. Das einzige Problem, was ich gerade habe, ist, dass der Mann... ich muss irgendwas verkaufen für ihn. Und ich möchte meinen Spieler erst am Donnerstag verkaufen. Am liebsten würde ich jetzt so ein bisschen rumeiern. Heute ist Dienstag, ne? Ohne französische Icon. Macht es Sinn? Spiel Petit. Macht es Sinn, mir ihn jetzt hier zu kaufen? Und ihn dann übermorgen zu verkaufen? Oder sagt ihr, scheiß drauf, verkauf jetzt schon CR7. Verkauf jetzt schon CR7 und Ferdinand. Und hol dir dann einfach Patrick. Chat, Zidane 91 ist ein guter Call, aber der ist leider auch sehr teuer. Zidane ist wirklich ein guter Call. Defensivbewusstsein 59. Achso. Aber das ist halt ein Preis, Digga. Save Patrick Cohen, save, scheiß drauf, gehst rutschen. Gibt's eine dritte Option? Achso. Es gibt drei Optionen. Option 1, ich hole mir jetzt Patrick. Muss aber Ronaldo und Vieira verkaufen. Ronaldo und noch irgendjemanden verkaufen. Ich glaube, ich muss Ferdi nicht mal verkaufen. Ronaldo und dann noch Son und dann noch OTW Bale. Problem an der ganzen Sache ist, dass Vieira werde ich immer spielen. Das ist eine Bank, ich hole ihn jetzt. Halt's Maul. Einfach die Fresse halten, Illegaler. Wie heißt dieser Spruch auf Englisch? Overthinking is the most important irgendwas. Boah, der ist aber schon gut gestiegen, CR7. Ich hab es euch gesagt, der geht noch auf 1,9 und ihr habt mich alle ausgelacht. Ihr habt mich alle ausgelacht. Eins in den Chat, ne? Ich mach das, ja. Ja. Ich hab's gewusst mit CR7. Ich hab mir für... Freunde, es war so klar, ne? Es war so klar. Und ihr habt mich ausgelacht und ich hab mich nicht unterkriegen lassen. Jetzt kurz konzentrieren bei dem Preis hier. Eins... Falls einer ein Illegaler zieht, die 1,6 Points, dann ziehst du einfach Vieira, ja. Ruhe im Chat. Ich verkaufe jetzt Bale OTW. Die Preise steigen gerade, sehe ich von allen. Bale OTW verkaufen. Perfekt, Bronze Bale nämlich, den wollte ich nehmen, das ist eine neue Karte von dem. Hier, zack. Wie teuer ist der Mann? Oh, jetzt ist Bale weg oder was? Er sagt einfach Ruhe, Chat. Ich mach das. KX29, Dankeschön für deinen Sub. Fabian Schwedler mit dem Sub. Tobias Hermann mit 2 Euro. Keine Kreditkarte, PayPal, du Knecht. Nicht schreibt. Doch, das geht auch. Tobias Hermann. Keine Kreditkarte und PayPal, du Knecht. Kann nicht schreiben. Was meinst du? Achso, wegen Sub? Oder was meinst du? Luca mit einem Follow. Dori mit 1 Euro. DJ Naseweiß mit 4 Euro. Kannst du meine Freundin Wilma Jackson? Perfekt, guter Name. Ja. Wtemses mit einem Follow und Philipp mit einem Sub. Danke an alle Follows, die reinkommen, Freunde. Wir machen heute zum ersten Mal Gameplay. Und ich zeige euch mal meine individuellen Taktiken und so, wie ich denke, wie ich spielen werde. Ob es dann letztendlich so wird, zur WL, muss ich noch gucken. Aber ich muss jetzt mal langsam anfangen zu spielen, weil Eli Geller sonst die erste Weekend League verpasst. 276.000, Bale. 277, oha! Naja. 277.000. Ich hab's gewusst mit CR7, ich schwöre. Der wird noch höher gehen, Freunde. Ihr werdet sehen, der wird auf 1,9 gehen zur ersten WL. Alle, die jetzt gerade Coins haben, holen sich den nämlich. Ich würde sagen, Ronaldo ist mit die beste Karte im Game. Momentan. Was ich so mitbekomme. Bale geht gleich duschen. Dann muss ich hier noch ein paar Duschen schicken. Heuming. Habe ich Heuming? Ich habe Heuming. Heuming. Wie teuer ist Heuming?
Guter Preis. Hey, Sydney, ich habe gerade Ronaldo für 1,75 Millionen verkauft. Ich muss ihn verkaufen, weil ich mir jetzt Patrick hole für 4 Millionen. Ich weiß, was du sagen willst, aber lass mich einfach in Ruhe. Stell dir mal dieses Jahr Ronaldo Totti oder Totti. Junge, Ronaldo Totti. Aber ich weiß gar nicht, ob er einen Totti bekommt. Das ist ja eine gecheatete Scheiße. Und Mbappé Totti, Freunde. Mbappé und Ronaldo Totti, das und Neymar Totti, das sind Karten. Also es bekommt safe jemand. Was wird denn das Totti, Digga? Das ist eine gute Frage. Fällt mir gerade mal auf. Junge, jetzt habe ich den Preis von Heung-min vergessen. 286.000. 284.000. Patrick, danke schon für deinen Sub, für deinen VIP-Sub sogar. Gut, geht raus, mein Freund. Uff, Pfosten Havertz. Wie viel steht's denn bei Deutschland? Hä, Digga, Patrick kostet 4 Millionen. Frag mich nicht. Frag mich nicht warum, aber der Mann kostet 4 Millionen. Und das Ding ist, ich muss ihn mir jetzt holen, weil der wird irgendwann, der wird jetzt sich so halten. Was soll ich dir erzählen? Der wird jetzt so teuer sein. Der Mann. Oh, Digga, habe ich den für 300? Der war doch 284, ne? Na, vielleicht kauft den ja einer, perfekt. Okay, wir haben es verkackt. Ich glaube, wir haben es verkackt. Habe ich es verkackt, Chen? Ich habe es verkackt. Okay, Hinfein, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Antoine Griezmann verkaufen. Antoine verkaufen. Nichts passiert, Freunde, was denn? Mund abwischen, weitermachen. Es ist in Ordnung, es ist in Ordnung. Und Vieira war gestern bei 3,5. Die gehen gerade alle hoch. Na, der kostet, glaube ich, 3,8 oder so. 115.000. Jan Moritz Arnold mit einem Sub. Dankeschön für deinen Sub. Der Max mit einem Follow. Und Berkay mit 2 Euro ohne Nachricht. Ecki mit einem Follow. Rudi Fritsche mit einem Follow. Findest du es ja nicht gut? Naja, ich will mir direkt, Freunde, mein Team holen, mit denen ich. Also, Vieira ist eine Karte, die ich mein ganz. Also, ich sage euch mal, es gibt 2 Karten, die ich bis zum Ende von FIFA wahrscheinlich spielen werde. Solange die keine ganz, ganz brutalen Special Cards bekommen. Und zwar stinkt mein Pumps. Und es ist auf jeden Fall Cristiano Ronaldo und es ist Patrick Vieira. Mann, jetzt vergesse ich die Preise die ganze Zeit. Wie viel war das? Wo ist jetzt Antoine? Zwei Longchamps. Digga, was wollen die? Ich weiß nicht, was hier gerade passiert, Chat, voll komisch. Kack, egal, einmal halbwegs, halbwegs offensiven. Ich brauche zwei, die kein. Ich brauche zwei, die Dreck fressen. Und ich brauche jemanden, der mir ein neues Menü hier macht. Bei EA Sports. Kann mal einer von denen jetzt weggehen, bitte? Ich will endlich meinen Pelé spielen. Patrick. Ich werde Patrick und Dings das spielen. Ich brauche zwei, die einen richtig nur Dreck fressen auf der 6. Hier, den werde ich mir kaufen. Den werde ich mir kaufen, den Mann. Ashraf mit einem Follow, der Keksdieb, ein Mensch, Florian Wörle und Huskies. Und Timmy Zimmy mit einem Follow, Freunde. Gerne alle ein Like auf das Stream da lassen und ja, Ferdinand verkaufen. Der wird noch steigen. Ich will so wenig wie möglich verkaufen bis Donnerstag. Ein Antoine ist weg. Mann, es soll jetzt noch ein. Es soll einfach Bell weggehen. Kannst du bitte weggehen? Kann einer mein Bell kaufen? Er ist sogar günstig raufgestellt worden. Ohne Sinn. Guckt euch mal bitte das Ding an. Ich hole ihn mir für 137.000 und der Mann kostet. Oh, ist aber auch wieder ein bisschen hochgegangen. Ja, die werden alle gerade wieder ein bisschen teurer. Deswegen will ich so wenig wie möglich jetzt gerade verkaufen. Ich brauche nur noch einen Spieler.
Ich brauche nur noch Patrick. Spielen. Aha, warte mal. Okay. Jetzt brauche ich noch einen. Gareth? Bitte? Kann Gareth weggehen? 120.000, bitte, EA Sports. Jordan muss early rein. Jordan haben. Ja, warte, hier, ich kann schon mal meine Bank machen. Meine Bank sieht wie folgt aus. Die kommen alle raus. In meinem Verein. 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 So, Richard kommt hier hin. Jordan kommt hier hin. Das wäre bitter, wenn ich ihn jetzt. Oh. Jordan Torun Erreger kommt hier hin. Luke Bakio kommt hier hin. Und der Rest ist mir. Ah ne, warte, ich muss ja noch irgendwas einwechseln. Richard wechsle ich ein. Ich werde mir noch richtige Einwechsler holen dann zur WL. Sterling wechsle ich jetzt einfach ein, falls irgendwas ist. Und wie gibt es denn hier noch? Leroy maybe? Und Leroy. Das sind meine Einwechsler. Und dann brauche ich jetzt hier noch ein paar Bronzekarten. Bronze, häufig. Du hast es in Kader geschafft, mein Freund. Und Louis hat es auch geschafft. Seid im erweiterten Kader. 2-2 Havertz, lol. Havertz 2-2, okay. Dance Musik mit einem Follow. Alex Pauli mit einem Follow. Sananas, Petro, Franco TV und Sympathisch TV. Dankeschön für die Follows. Sydney gibt es leider nicht in FIFA. In FIFA 21. Die Liga ist leider nicht da. Ja, Digga, ich hab's verkackt mit Bale. Und mit Son. Ich hab's einfach verkackt. Ich verkaufe jetzt hier einfach. Das war ein Zeichen, würde ich sagen, mit Havertz. Kriegt wahrscheinlich. Ach, ja. Trading Edigella. Wir verkaufen schnell Havertz. Wartet mal. Das war ein Zeichen. Ein Havertz kann flöten gehen. Weil ich möchte jetzt endlich mal spielen, Chat. Edigella möchte dieses Spiel konsumieren. Weil ich muss mich auch wirklich irgendwann mal qualifizieren. 130.000, was sagt ihr? Na, das ist klar. Verkaufe Alan. 100.000 kostet der, Hilfe. Das macht den Kohl nicht fett, was ich hier verkaufe. Und da? 118, maybe? Hier kommt eine 1,50 Spende rein. Dori, der Fisch mit 1,50. Wann kommen die Einladungen an die Teilnahme des Fußballturniers? Brauchen die Infos. Schönen Stream noch. Das ist noch nicht mal klar, ob das Turnier stattfinden wird, mein Freund. Wegen Corona gab es ein paar Rückschläge. Ich gebe euch Ende der Woche Bescheid, ob das Turnier stattfinden kann oder nicht. Aber was soll ich machen, Chat? Hier ist gerade jemand weggegangen. Ah ja, okay. Es wird Zeit, Freunde. Patrick, wenn du nicht gut bist, dann wo ist der gerade Trainer? Bei Nizza? Dann fahre ich nach Nizza. Und kack dir wirklich vor die Haustür, ich meine das krass ernst. Ich habe auf so viele Leute nicht gehört. Alle haben gesagt, hol ihn dir nicht, hol ihn dir nicht. Und ich habe mich für dich und den Jürgen entschieden. Also enttäusch mich bitte nicht. Du, ich einfach nur mit Unterhose. Mehr will ich gar nicht von dir. Einfach nur mit Unterhose duschen. So, das ist das Team, mit dem wir wahrscheinlich die erste WL spielen werden. Ich hätte mir was viel krasseres bauen können, aber ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, 10 Millionen für R9 zu zahlen, 7 Millionen für Hullet oder 7,5. Das hat schon wehgetan jetzt hier mit Vera, muss ich sagen. Sag ich dir so, wie es ist. 4 Millionen für einen Sechser, der nichts offensiv kann. Das müsst ihr euch mal überlegen. GG, ich bin gespannt auf die beiden. Ja, ich auch. Ich habe noch so viele Coins, Freunde, ich muss mir mal einen Überblick verschaffen. So, und jetzt passt auf, ich habe mir nämlich was gedacht. Individuelle Taktiken. Es gibt zwei Sachen, die ich spielen werde. Erstens machen wir das klassische 4-2-3-1. Wo ist es? Achso. Mit den ZOMs. Ihr könnt jetzt gerne mal, ich werde da noch ein Video drüber machen.
Das kann dann nämlich sein, dass ich was verwächst, dass ich was ändere. Tiefer auf 4. ausgeglichen, 5. Ecken, zack. CR7, größter Cheater bei Ecken. Dann macht ihr den. Also relativ entspannt, wie ihr seht. Ich habe sogar überlegt, zurückfallen lassen zu spielen. Von Dolan Mike, aber wir gucken uns das noch an. Hinten bleiben. Patrick, Passwege, hinten bleiben, Mitte abdecken. Und den vorne gar nichts. Wobei man Ronaldo für Flanken in den Strafraum geben kann. Warte mal, mir fällt gerade was auf. Ronaldo spielt im Sturm, Pelé spielt auf der 10. Genau, das wollte ich machen. Pelé spielt... Wartet, ich bin nervös. Hallo! Pelé auf der 10, Ronaldo im Sturm, Neymar spielt da und Mbappé spielt da. So, Anweisungen. Nichts für Flanken in den Strafraum. Kann ich mir hier knicken bei Neymar? Kann ich mir auch knicken? Und vorne gar nichts. Man hätte hier eventuell Ampel überlaufen, aber das mache ich dann manuell. So, das ist Nummer 1. Nummer 2 ist offensiv. Das ist nicht wirklich offensiv. Das ist 4-4-2. So, 4-4-2, auch ausgeglichen. Tiefe 4, Breite Dancer, ausgeglichen. Eigentlich, man muss gucken, Freunde. Ich werde mir das alles angucken. Ich kann noch, wie gesagt, falls ihr so andere... Es gibt schon Leute, die haben richtige Taktiken. Ich bin noch nicht so weit, weil ich noch nicht viel gespielt habe. Mbappé, Neymar, zack, zack, zack. Anweisungen, hinten bleiben. 4-4-2, Kanté, hinten bleiben, Mitte abdecken. Und das war's. Abwehr überlaufen bei den Außen. Abwehr überlaufen und den Stürmern gar nichts. Zack. Das sind die beiden Sachen, die ich spielen werde. Teamname, auch sehr wichtig. Umbenennen. Verwuselt. Kann ich die verwuselten? Oder ist es zu lang? Mach keinen miesen EA Sports. Die verwuselten. Die sind nämlich sehr verwuselt. Wuselige Enten. Nee. Die verwuselten. Nummern sind auch wichtig. Ich kann da Ronaldo nicht mit erzählen. Gut. Guter Pupsi. JXMBTW. Boah, die stinken ein bisschen. Mit einem Follow. Tommel HD mit einem Sub. Rattengift Robin und Adam mit einem Follow. Danke für die ganzen Follows, Freunde. Gerne alle ein Like auf das Video lassen. Kuss geht raus für 16.000 Zuschauer. Ich werde nicht ausrasten. Also es ist ja noch Division Rivals, also Freunde. Ich bin sehr tiefenentspannt, muss ich sagen. Aber ich bin halt ein ziemlich schlechter Verlierer. Pelé kriegt die 10. CR7 kriegt die 7. Patrick kriegt eine ganz unsympathische 4. Unsympathisch. So, Freunde, der muss ganz... Guck mal, wie unsympathisch die 4 ist. Kanté ist so ein 6er. Varane kriegt die 2. Vieira soll keinen Spaß verstehen, Freunde. Er soll keinen Spaß verstehen. Er soll keine Freunde in der Mannschaft haben. Er soll einfach nur Bälle abnehmen. Mehr möchte ich von ihm nicht. Ich möchte eigentlich nicht mehr von ihm. Du kriegst die 9 und du kriegst die 11. Moin Meister, moin. Patrick so dreckig. Patrick ist so dreckig, Freunde. Guckt euch den Mann an. Mit der 4. Mit der 4, Patrick. Kapitän ist Virgil. Wo ist denn das nochmal? Ach, ich muss noch Ecken uns einstellen, ne? Wo waren das? Rollen, ne? Ja. Rollen. Also, Kapitän ist Virgil. Mit großem Puller halt. Freistoß kurz, Neymar ist Pelé. Freistoß lang, Pelé. Elfmeter CR7. Elfmeter Pelé. Pelé. So sieht's aus. Das ist es, Chat. Das ist es. Und wir gehen in unser erstes Game rein. Gibt es Teamfitness? Nein, gibt's nicht. Super Sache, EA Sports. Dass ihr das wenigstens geschissen bekommen habt. Vera Kapitän, nein. 4-3 groß auf Ansage. Wie viel steht denn da? 2-2, ne? Bisan Nanik mit einem Follow. Arian Tox auch mit einem Follow. Chemie-Style? Och, nö. Gib den Hunter, dann sind sie viel krasser. So, also, wir fangen an mit dem Torwart. Okay, ich mach es mit euch. Was braucht der Tormann? Gloof? Katze? Ich mach das jetzt ihr, ne? Ihr entscheidet es. Ihr sagt mir jetzt, was hier das Beste ist. Achso. DK Dustin mit einem Sub. Okay. Dann lass mal knacken. Katze ist das Beste, oder? Beim Torwart? Cat? Basic, okay. Innenverteidigung, Shadow. Würde ich mal so behaupten, ne? Bei allen.
ganz unaufgeregt. Shadow? Okay. Virgil braucht auf jeden Fall Shadow. Virgil braucht Shadow, Freunde. Ja, Shadow beide. Vielleicht hole ich mir noch für die WL, ich sage so wie es ist, wenn ich wirklich viele Coins übrig habe, hole ich mir hier vielleicht Carlos Alberto und im Tor Van der Sar, wenn ich nicht weiß, was ich mit meinen Coins machen soll. Außenverteidiger, Nelson, IV Shadow, Außen Anker. Anker auf den Außen. Ich bin ja nicht so einer, der so viel von Chemistry Style zählt, aber na gut, wir machen es. Schaden kann es ja nicht. Wo ist hier verkacktes Anker? Wo ist der Anker? Anker? Mondi muss nicht unbedingt. Mondi da. Ja, wir geben Mondi irgendwas. Wir geben dem Mann einfach auch einen Anker. Hier, komm mal hier. Was denn? Gib dem Mann einen Anker. Patrick, Säge, Shadow und der Kollege kriegt auch Shadow von mir. Oder Engine. Freunde, was soll Kanté bekommen? Was soll Kanté bekommen? Knechtkopf mit 2 Euro. Jo, hab bei Elevate über Visa bestellt, hab aber keine Bestellbestätigung bekommen. Nur die Bestellbestätigung nach dem Kauf auf der Seite. Muss ich jetzt nochmal bestellen oder nicht? Nein. Wenn das Geld abgezogen wurde, dann brauchst du nichts machen. KX29 mit 2 Euro. I'm ready mit einem Follow. King Cobra mit einem Follow. Morgen geht aber der Shop wieder online bei Elevate. Shadow? Okay, dann kriegt der Mann Shadow. Dann kriegt der kleine wuselige Kanté halt den Shadow. So, jetzt wird's interessant. Offensive. Ronaldo, Engine immer. Alle sagen, Ronaldo muss immer Engine bekommen wegen hier seiner scheiß Beweglichkeit. Das ist schlüssig. Wo ist Engine? Habe ich mir sagen lassen. Ronaldo Engine, ne? Das ist irgendwie sehr bekannt. Ja, ist Weihnachtsmusik? Mbappé, Chat? Was soll Mbappé kriegen? Also der ist ja schon ganz schön schnell. Ich würde sagen, irgendwas mit Schießen. Würde es gehen, dass ich es am Samstag schon krieg? Das T-Shirt? Nee. Mbappé Marksman? Marksman? Warum ist sich der Chat denn da so krass einig? Hat das schon ein YouTuber gemacht, oder was? Wo ist Marksman? Was heißt der Marksman auf... Achso, hier. Perfekt. Dribbling, Schießen, Physik. Okay, die meisten haben geschrieben Marksman, Deadeye, Marksman, Deadeye. Wir machen einfach mal Marksman. Neymar Hunter? Neymar Hunter ist gut, oder? Reicht. Hunter? Neymar passt, okay. Sentinel, ja, Sentinel. Pelé ist halt, ja. Was braucht Pelé, Chat? Was ist bei Pelé? Hawk? Hawk auf Pelé, dann kriegt der Mann Hawk. Dann kriegt der Mann den Hawk. Hawkeye. Bob. Und wir gehen ins erste Game. Wir haben alles eingestellt. So, jetzt direkt erste Niederlage, alles wieder verkauft. Freunde, es war einfach. War Delay, ich hatte noch Kopfschmerzen. Tut mir leid. Kann nichts dafür. Also, spielen. Ich möchte gerne Food Champion spielen. An sich nicht, nee. Food Champions, bla 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 bla. Achso, beginnt in 2 Tagen, perfekt. Wo mache ich denn das nochmal? Division Rivals. Ich habe 0 Spiele, tritt Woche für Woche an. Bla 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 bla. Werde zum Champion, gib mir nicht auf den Sack. Lass mich einfach spielen. Lass mich einfach ran. Lass mich da ran an den Speck. Sit down, nobody talk, Freunde. Sit down, nobody talk. Erstes Spiel mit unserem Team. Direkt eine Niederlage fressen, wäre angenehm. Niklas mit einem Follow, Schneedle Woods mit einem Follow, P. Rally mit einem Follow, Mert mit einem Follow. Ich habe aber Bock, ein bisschen rumzuskillen mit meinen Freunden. Skills sind ja wieder gut und jetzt kann ich endlich mal wieder ein bisschen rumskillen. Patrick mit der unsympathischen 4. Patrick mit einer unsympathischen 4 da. Guck mal hier, du kriegst sogar, damit du dich super wohl fühlst, nochmal das Ding. Patrick mit einer ganz unsympathischen Nummer 4, Freunde. Der soll die Bälle einfach nur abnehmen. Der hat keinen anderen Job. Spielen, lass mich doch mal spielen. Ach so. Könnte sogar einer aus dem Stream sein, weil es so lange gedauert hat, bis er gewartet hat. Bis ich auch bin. FC, was?
White Scorpy mit Maguire in der IV, perfekt. The God Dev mit einem Sub, Fake Evanda, Kaka, Janis, Niklas, danke für die Follows. Wenn Vieira jetzt scheiße spielt, nein, also Freunde, ihr werdet sehen, Vieira ist gegen gute Leute so wichtig, weil er diese ganzen scheiß Bälle erobert. Drück X, du Knechtgesicht. Patrick, guter Mann. Hä? Wie ging der Trick nochmal? Egal, Eliga, da mache ich erstmal ein 1-0. Hör auf hier mit so einer Scheiße. Nimm das Zepter in die Hand, Mbappé, und tu es einfach. Lass es über dich ergehen. Lass es über dich ergehen. N'Golo. Kleiner, wuseliger Mann. Ach, ich muss ja umstellen. Lul. Gib mir den Ball. Patrick, guckt euch den Mann an, ist das unsympathisch. Komm hier, komm hier. Erstmal Sicherheitspässe holen. Super Sache, Patrick. Hol dir die Bälle ab. Ah, ich kann nicht mit dem Ball erstmal abspielen. Ja, okay, was denn? Hol die Sicherheit, Patrick. Gibt viele Hater, die dich nicht mögen. Ah ja, gibt viele Hater, die dich nicht mögen. Auf geht's, Nerdisch. Erstes Tor in meinem Verein schießt Kilian, Freunde. Freddy Fresh, ach, das fuckt er jetzt übertrieben ab, dass ich, Patrick, super Typ. Dass ich mir die Tore nicht mehr angucken kann. Ich bin so krass auf Pelé gespannt, Chat. Ich bin so heftig auf Pelé gespannt. Er hat so viel Druck, Freunde. Neymar weiß ich eigentlich schon, was, dass der Mann was kann. Ah ja. Aha. Nehmen wir, hol den Ball, wir wollen mehr. Patrick, was denn mit der Glatze? Guck mal hier. Okay, was denn? Ja, auf den Knöchel von Mesut. Patrick, hol ihn dir nochmal, komm. Sidney Friede, für Sidney jetzt. Auch mal Dreck fressen. Auch mal. Jetzt geht das schon. Hä? Oh! Illegale, du brauchst R9. Halt's Maul, du Knecht, der kostet 10 Millionen. Was willst du von mir? Ich weiß auch, dass ich den brauche. Was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Wenn der Mann. Digga, ich würde ihn mir auch gerne holen, Eldos, aber der Mo hat gesagt, er ist nicht so gut. Also er meinte, dass CR7 besser ist, lol. Und das ist. Ich hab bei Mo Gameplay gesehen, ich schwöre, ich fand R9 auch nicht so gut. Ich fand R9 auch. Guck mal hier, Patrick! Ich fand R9 auch nicht so gut. Kann sich nicht mal R9 halten. Ich kann ihn mir holen. Ich kann mir R9 übertrieben einfach sogar organisieren. So unsympathisch, die 4 da. Die 4 war sogar Foodgründer. Die 4 ist so ein unsympathischer Typ, Freunde. Patrick, so ein unsympathischer Mann. Deutscher Noob mit einem Follow. LVDB mit einem Follow. Dankeschön für die Follows. Vielen lieben Dank. Wenn ich alle 5 Spiele gewinne, kriege ich 125.000, ne? Weiter geht's. Let's skill in die erste Liga. Das Ding ist, ich spiele immer so, weil Skills, Freunde, übertrieben OP sind. Skills sind echt OP dieses Jahr. Ich muss nur noch herausbekommen, wann man wo welchen Trick macht. Aber an sich sind Skills wieder OP. Wobei gegen richtig gute Spieler, habe ich das schon gemerkt, sind die Tricks auch nicht so gut. Weil alle da hinten Van Dijk haben und die ganzen Icons dann. Und da kannst du nicht skillen. Weil die Bälle abnehmen, aber du kannst diese klassischen. Ich zeige euch mal jetzt mein Trick, den jeder von euch an sich, was mir sehr gut aufgefallen ist in FIFA 21. Das ist Elastico auf jeden Fall. Hier machen. Immer an sich. Funktioniert öfter mal. Jetzt nicht, aber Elastico. Und das, womit ich am meisten Tore mache, ist Schussfinte in Stand und dann La Cucetta. Das ist so das, wo ich sage. Und ich spiele die immer am Strafraum halt an. Alpa Cantona. Und ich muss noch diesen scheiß umgekehrten Elastico lernen.
Auf Nelson bin ich gespannt, wie der Mann so performt. Guck mal hier, Patrick mit dem linken. Pelé, Scorpion Kick, Tor. Ach du Knecht. Pelé verkaufen! Ich habe extra auf Trickshots gemacht, das war der perfekte Spot eigentlich für so einen Scheiß. Ich muss hier ein 1-0 machen, ich habe Angst, dass der Mann quittet, wenn der Ball im Aus ist. Digga, das habe ich auch noch nicht ganz raus. Guck jetzt. So, hä? Pelé verkaufen. Das mache ich die ganze Zeit, ich lüge nicht. Diese scheiß La Cucetta sind wieder so gut. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass man diese scheiß Freunde verteidigen ist nicht so schwer, wie man denkt. Das haben nur noch nicht die meisten mitbekommen. Die meisten wissen nicht, dass Verteidigen eigentlich echt easy ist. Ja, okay, wir machen jetzt erstmal das 1-0. Vor allem, ich spiele ganze 4-2-3 gegen 12 K-Teams, Digga. Dachte, R9 ist anders krass. Ja, R9 soll ja auch gut sein, aber Freunde, R9 ist wahrscheinlich wieder mit, keine Ahnung, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie man spielt. Zum Beispiel, ich bin so ein Typ, der an sich eigentlich viel skillt. So. Und letztes Jahr konnte man nicht so viel skillen. Also da konntest du nicht, diese 5-Sterne-Skills haben nicht so gezwiebelt. Aber dieses Jahr ist es wieder krass wichtig und erneut hat halt diese 5-Sterne-Skills, was ein Eusebio nicht hat. Und da sind es, ihr werdet es im Laufe des Jahres, wenn EA kein Patch macht, werdet ihr sehen, es sind nicht nur die Tricks, die ihr machen könnt, sondern es ist auch, wie die den Trick ausführen. 5-Sterne-Skiller machen das alles ein bisschen schneller. Guck mal, hier, das hier zum Beispiel ist Semedo. Der macht es relativ schnell, finde ich. Obwohl er. Okay, warte. Aber ich muss auch ein paar Tricks testen, Freunde, mit den jungen Männern. Ich mache gerade viel Faxen, aber ich will gucken, was ich mit denen machen kann und was nicht. Wie weit ich gehen kann. Es ist wie beim Sex, Freunde. Was kann man so alles machen? Musst du ja testen. 1-1, perfekt. Muss man alles testen. Den Preis nicht wert. Welcher Spieler ist 8 bis 10 Millionen wert? Ja, niemand, sag ich doch. Aber niemand weiß halt, warum überhaupt die ganzen Icons so krass teuer sind. Das weiß man ja an sich nicht. Es gibt eine Vermutung, weil die ganzen Leute halt mehr Coins haben als sonst. Aber das rechtfertigt irgendwie nicht, dass ein Scheißspieler 10 Millionen kostet am Anfang von FIFA. Das ist halt das Ding. Sagst du keinen Elfer? Kari mit 2 Euro, welche Kameraeinstellung hast du in FIFA 21? Das ist Höhe 20 Zoom 0, Freunde. Ihr könnt gerne alle ein Like auf den Stream da lassen, Leute. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und genau, wir werden heute mehr spielen, Chat. Ich werde nachher auch ein paar Real Talks machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier um mein Leben reinschwitzen werde. Ich werde auch versuchen, auf den Chat einzugehen. Aber wir müssen halt mal anfangen zu spielen. Den Trick finde ich ganz geil. Mittlerweile, also diesen umgekehrten Elastico. Aber ich habe da noch nicht die Spots. Letztes Jahr konnte man den geiler machen, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Muss noch alles gucken. Ich habe was im Auge. Patrick, sei unsympathisch. Super unsympathisch. Patrick unsympathisch auf der 6. Und was auch geil ist, ist halt. Hä? Gib mir doch Neymar! Dieses Spieler-Dings dann. Man muss dann wieder L3, R3, Freunde. Wenn ihr das drückt, dann könnt ihr die Spielerlaufwege selber machen. Aber da weiß ich schon, wie man das an den Außen einsetzt. Aber so wie jetzt gerade in der Mitte ist es auch effektiv. Aber da habe ich das noch nicht genau raus, muss ich sagen.
Delay. Guckt euch den an, Freunde. Sydney, guck ihn dir doch mal an. Guck dir an, wie mit seiner Glatze, wie unsympathisch der Mann ist. Komm mal hier, du kannst ihn nicht mal abnehmen. Was denn? Und jetzt chippen. Pelé hat Druck. Ja, Pelé hat wirklich Druck, muss ich sagen. Der Mann kostet 5 Millionen, aber du musst, Friedrich muss halt irgendein Icon da vorne zocken. Und wenn er es nicht macht, dann wird es Eusebio halt sein. Aber irgendwann werde ich mir R9 kaufen. Aber ich würde für R9 so 8 Millionen zahlen, aber nicht 10, Chat. Achso. 10 Millionen kann ich nicht bringen. Lass doch Vorteil, du Knecht. Er pfeift ab, hä? Patrick mit 2 Euro, dankeschön. Pelé ist super. Ach, das war meine Schuld. Elfmeter, zeig mal. Gut. Es fängt so an wie... Aber guck dir jetzt Ecken. Das ist das Unfairste mit Cristiano Ronaldo. Guck dir jetzt. Okay, war nicht so gut getreten. Aber er kommt einfach immer an den Ball. Er kommt immer an den Ball, der Kollege Schnürschuh. Das ist so... Freunde, du musst Ronaldo eigentlich nur im Team haben. Alleine wegen den Ecken. Alleine wegen den Ecken muss man den Mann im Team haben. Eusebio, ja. Eusebio ist halt, Freunde, man muss gucken. Ich teste gerade viel, welche Tricks man so machen kann, in welchen Spots mit diesen Spielern, also wie sie sich so anstellen. Und, ja. Das ist ein langer Prozess, Freunde. Das wird ein paar Wochen dauern. Ich werde morgen auch so ein bisschen off. Morgen gibt es ein Pro-Turnier, fällt mir gerade auf. Morgen wird ein Profi-Turnier stattfinden. Mit Mo, mir, Hasso und so. Sydney ist nicht dabei. Wann macht man den, Digga? Ich sehe den immer andere machen, aber ich verstehe nicht, warum das bei denen so immer so... Das sieht halt geil aus, der Trick, aber... Ich weiß auch nicht. Ich mach mal einen Skill Run. Achso. Mit der Fußpike daran. Olli Knolli mit einem Sub, Patrick mit 2 Euro, alles Gute zum Geburtstag. Ich hab doch nicht Geburtstag, mein Friend. Achso. Nastase Adrian, danke dir auch für deinen Sub, mein Friend. Achso, Pelé, kriegt erstmal einen Panner. Der Kollege kriegt erstmal einen super Panner. Ein Golo? Ein Golo und Patrick, Freunde. Guck mal hier, was denn? Unsympathisch sein. Unsympathisch TV haben einen Sub dagelassen bei dem sogar. Damit sie unsympathisch sind. Guter Witz. So, aber immer noch, glaube ich, das Effektivste sind diese scheiß Schussfinden. Das hier, Bob. Und du, ihr wartet jetzt? Und die scheiß Lakukettas sind's. Und jetzt hier L2R2, hier, zeig mal, was du drauf hast mit dem Dribbling. Okay, vorne da. Zeig mal, du kannst auch so. Ey, du Knecht, Mbappé, lass mich doch mal durchlaufen. Mbappé hat safe irgendwie Probleme. Irgendwie, Pelé hat letztens im Club, Freunde. Letztens im Club hat Mbappé sich eine Olle klären wollen und Pelé kam dann da. Und Mbappé meinte so zu Pelé: Digga, lass mich mal bitte daran und so. Lass mich mal an den Speck. Patrick unsympathisch. Digga, ist so gut gerade. Und da meinte so: Pelé. Nee, Digga, die hat mich vorhin schon auf Insta ein paar Bilder geliked und das hat jetzt Mbappé den Mann leider übel genommen und nimmt denen da die Bälle ab. Die reden auch nicht miteinander in der Kabine, Freunde. Pelé und Mbappé. So viel kann ich euch sagen. Ich hoffe, die kriegen es geschissen. Achso. Naja. Alles Gute, Eli. Digga, warum denn alles Gute? Leon, dankeschön für deinen Sub. Brich den Metz. Ich habe mich gerade 10-mal versprochen. Luca mit 2 Euro, Vieira genauso unsympathisch wie Ashley von Hauptbarer. Na, da hat jemand einen Hals, der Besiktas-Schwein. Da hat jemand auf jeden Fall einen Hals. Das merkst du immer an den ganzen Gretchen. Aber der würde mir einen Gefallen tun, wenn er quitten würde. Übrigens sind die einzigen Gegentore, die ich kassiere, immer Konter. Ich meine, das ist krass ernst.
Patrick hat auch eine richtig große Schuhgröße, Chat. Ein Golo, schön, klein und wuselig. Summit TV, dankeschön für dein Follow. Mann, Digga, gib mir nicht auf den Sack mit alles Gute, ihr Knechte. Sydney hat schon wieder irgendwas gesagt im Chat, ich hab's nicht gelesen und jetzt geht ihr mir auf die Klöten damit. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich versuch gerade, welche Tricks noch OP sind. Also hier, die Elastikos sind's. Aber wenn du jetzt hier bist... Na, ich mach... Man muss halt gucken. Man muss halt gucken. Die Lacroquettas kannst du, glaube ich, einmal machen. Und der zweite Mal ist dann ein bisschen too much. Hier. Übersteiger halt, lol. Ja, okay. Hat dir irgendjemand... Wann? Warum? Patrick, achso, weil gerade ein Sub dich verraten hat? Achso. Scorpion Kick! Mein Gott, warum machen die nie Scorpion Kicks? Ich schwöre, ich sehe bei den anderen immer Scorpion Kicks. Sydney bodenlos, Sydney's Gräten sind schuld, ja. Patrick mit 2 Euro, TMC mit einem Follow, Kobas mit einem Follow, Mohammed, Sarko mit einem Follow, K mit einem Follow. Dankeschön für die Follows. Sydney hat nicht Geburtstag, Chat. Sydney hat am 5.4. hat er Geburtstag, glaube ich. Am 5. April. Sydney hat am 5. April Geburtstag. Safe. Doppelt RT am 12. Echt jetzt? Dann hat Willi am längsten, am 5. Ich habe nichts anderes erwartet von Eli. Ich schwöre, ich kann nichts, ne? Ich kann mir sowas nicht merken. Ich kann mir sowas einfach nicht merken, Freunde. Kuss geht raus für 18.000 Zuschauer, Leute. Also an alle, die mich noch nicht kennen übrigens. Ich bin E-Sportler bei Hertha und mache auch also YouTuber. YouTuber und E-Sportler und Knecht. Versuche euch jeden Abend zu unterhalten, Freunde. Lasst gerne hier ein Like und einen Follow da. Könnt auch auf Insta mich gerne abchecken. Rayo mit einem Follow, NoCrimeXX mit einem Follow. Vidi hat am 2.4. Ach, Digga, das ist mir auch wirklich langsam zu blöd. Geht mir doch einfach nicht auf die Klöten mit, wann hat Sydney Geburtstag. Der Mann hat im April Geburtstag, also ist es noch lange nicht hin. Guck jetzt Ronaldo Koffertor. Verrückter Tor. Ah ja. Ronaldo bei den Ecken ist so unfair, Chat. Das ist so unfair. Das wird auch voll schlimm, wenn du gegen gute Leute spielst und die Cristiano Ronaldo haben. Das, Freunde, in ein paar Wochen haben ganz viele Ronaldo und dann wird man so viele Ecken gegen Tore kassieren, weil du kannst deinen Torwart nicht so schnell raus. Also du kannst ihn auf dem ersten Pfosten sehr schnell kloppen und Ronaldo kommt da fast immer ran. Und da. Der April ist der beste Monat, ja. Wann hat deine Freundin Geburtstag? Meine Freundin weiß ich, das ist übertrieben einfach. Meine Freundin hat am 1.4. Geburtstag. Meine Freundin hat am 1.4. Geburtstag. 1. April. April, April. Deswegen kann ich mir das merken. Mann, Digga, quitte doch und raub mir nicht meine Zeit, du Knecht. Dezember ist der coolste. Ich habe im Dezember Geburtstag. Koran mit 2 Euro, hallo Eli, hast du Tipps, wie man bei Mädchen gut ankommt, wenn man unter 1,80 groß ist? Kann ich dir nicht sagen. Digga, was heißt denn unter 1,80? Solange ihr größer als das Mädchen seid, ist alles gut in meinen Augen. Und an diese ganzen Weiber, die 1,70 sind, warum spiele ich nur gegen Foodgründer? An die ganzen Weiber, die 1,70 sind, und dann sagen, oh, mein Freund muss 1,90 sein. Halt's Maul. Ich hasse sowas. Aber am 1. Januar ist glitschig. 1. Januar ist sehr glitschig. Sieht immer sehr nach Fake-Pass
aus. Kennt ihr das, wenn so irgendjemand kommt im Fußballverein, der sieht aus wie 18, meldet sich so bei der U13 an und der kann so kaum Deutsch. Ja, ja, von rüber gekommen, von Funny da und hab so verloren. So. Dann hast du einen Geburtstag. Mein Sohn hat Geburtstag. 1998. Jetzt war, Digga. 1. Januar, mies wuselig, ja. Stell dich mal vor, wie krass OP das ist. Ihr habt so ein. Stell dich mal vor, ihr seid wirklich 14? Oder ihr seid 17, okay? Ihr seid 17 und spielt gegen die 12-Jährigen. Wie krass unfair das einfach ist. Jeder hatte damit so bei den Hallenturnieren immer. Jeder hatte bei den Hallenturnieren immer so. Guck mal da ganz oben. Ach so. Ecke? Jeder hatte bei den Hallenturnieren immer so ein Team, wo man sich dachte, Digga, der ist doch nicht 12 oder 14 oder 13. Jedes Mal. Hat er wirklich Leihspieler R9? Der tut mir jetzt aber wirklich leid. Der denkt sich so, oh, ich muss die Spiele gewinnen, ich gebe mir voll viel Mühe. Und dann spielt er mit R9. Das hasse ich halt in FIFA 20. Dieses Erobern von Bällen und dann, also stand gerade mit Van Dijk, ist mir das aufgefallen. Achtet mal drauf, Chat. Also jetzt wird es noch nicht so schlimm sein, aber in der WL kann ich mir das vorstellen. Wie oft du die Bälle eroberst und du wirst einfach so krass rasiert immer. Guck mal da, Pelé. Patrick, unsympathisch? Unsympathisch TV? Mann, Digga, dieses Lied fuckt mich so krass ab. Wir spielen 4-4-2. Ich hab keinen Bock, hier die ganze Zeit 4-2-3-1 zu zocken. Ich versuch, die mal zum Quitten zu bringen. Da, das ist es nämlich nicht. Ich mag es nicht, EA Sports. Gib mir den Ball, wenn ich ihn erobere. Ey, mein Gegner ist nicht mal kacke, ne? Lol. 1-0. Drück weiter, ich knall dich nämlich jetzt. Mit seinem scheiß Leih Ronaldo. Was gibt's nochmal? Warte mal, es gibt einen provokanten Jubel. Was? Wie geht der? Wie geht Arschbombe? Ach, L3, R3. Luca mit 1 Euro, Jona mit 1 Euro. Mike Tretin mit 1 Follow. Teddy mit 1 Follow. Blitz Vipers auch mit 1 Follow. Mbappé, Neymar und CR7 einfach so unfair. Ja, ist echt so, Digga. Also wirklich Real Talk jetzt. Mbappé, Neymar und CR7, das ist wirklich so. Ihr merkt es voll so, den Unterschied. So zu anderen Karten. Die sind so viel schneller und sowas. Voll unfair. Hat er jetzt noch mehr Leihspieler eingewechselt? So, jetzt mache ich den. Ah, nee. Patrick? Elba? Ach, Dragbacks kann man ja nicht mehr machen. Junge, der steht mit seiner ganzen Familie da hinten. Dragbacks Freunde sind echt, die kannst du echt in die Tonne kloppen. Der macht den so langsam, den Trick. Aber der spült ja übertrieben rein.
gib mir den Ball. Vielleicht wieder so eine Dreckserfindung, verstehe ich auch nicht, also keine Ahnung. In meinen Augen, ich sag, Bergheim mit 5 Euro schließt sich gleich vor, mein Freund. In meinen Augen hätten die so einen Modus reinkloppen müssen, wo du so einfach, na obwohl, das wäre ja dann, der Reiz wäre ja dann weg, sozusagen, die ganzen Karten dann so zu kaufen. Aber ich glaube, die machen ja so Leihkarten, damit man auch mal so eine Karte spielen kann, aber das nervt halt übertrieben, ne? Die hätten so einen Modus, ja eigentlich gibt's ja Food Draft. An sich halt, ne? Fällt mir gerade auf. Patrick, unsympathischer Sechser. Ich versuch mal was. Perfekter Pass, Mandy. Ja, das muss man halt alles noch trainieren, Freunde. Ich bin noch in dieser Kennenlernphase. Aber ich kann mir vorstellen, dass sowas sehr, sehr effektiv sein kann. Dieses Spieler-Rumgeschicke. Manuell halt. Ich habe das auch schon ein paar Mal ganz gut hinbekommen. Aber, keine Ahnung. Da braucht man einen Riecher für. Okay. L2 Dribbling im Sprint nicht so gut. Oh mein Gott. Ah ja, Deutschland. Sollen die mit Leihkarten alleine gegeneinander spielen? Ja, also keine Ahnung. Leihkarten vielleicht in so ein, nicht in der Weekend League erlauben oder sowas. Leihkarten sind echt Schmutz. Also für die Zukunft sozusagen. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr das? Wenn ihr so, das mache ich ja selber auch immer. Wenn ihr so ein enges Spiel habt und dann habt ihr so für ein paar Spiele Leihkarte irgendwas. Und irgendeine da? Kranke Icon. Unentschieden. Ich schwöre, ich finde Deutschland so lost. Ich finde Deutschland so lost, Chat. Warum bist du denn da? Guck mal hier, jetzt weiter dribbeln. An alle, ihr werdet jetzt sehen mit einem Spieler, der gut dribbeln kann, wie unfair das ist. Aber bringt ja halt irgendwie nichts. Es sieht nur ganz schön lustig aus. Guck mal jetzt. Wartet. Ne, ich hab's nicht hinbekommen. Nochmal neu. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Wenn ihr einfach nur nach links und dann nach rechts den Stick macht, das ist dann, Digga, wie so ein Flummi oder so. Wie soll ich denn das erklären? Warte, chill. Ich zeig's euch gleich. Warte mal. Nick mit einem Follow. Lexi Feuchtmann mit einem Euro. Alec mit einem Follow. Tarek mit einem Follow. Paul mit einem Follow. Jengis mit einem Follow. Danke für die Follows. Bergheim mit 5 Euro. Moin Edi, kannst du meinen Kumpel Erblind dem Heiser grüßen? Verwusstet erzählen, er würde dir Konkurrenz im Mittelfeld machen. Glaubst du, dass der Mann mir Konkurrenz im Mittelfeld machen würde? Herr Digga, ich führe doch 3-1. EA Sports? Ich hab 3 Tore geschossen, EA Sports. Und nicht mein Gegner. EA Sports, Vancouver, Canada, do you hear me, baby? Do you hear me, baby? I have scored 3 goals. Junge, ich hoffe, das ist die Wahrheit, dass er 3 Tore hat, dann habe ich einen super TikTok-Clip. Digga, ich habe doch 3 Tore, ich wollte schon sagen. Digga, ich dachte schon. Stell mal vor, die machen einfach so in der Weekend League oder so einfach so Ergebnisse vertauschen. No, you don't score. Wir bringen Richard Richardson rein. Wir bringen Richard Richardson rein, Freunde. Wunderschön. I have scored 3 goals, EA Sports. Gaming Kristall, Luke, Mark, FRKJL6S mit einem Follow, Rottmann 4 mit einem Follow. Florian mit einem Euro, wer würdest du sagen, ist der Beste von eurem Team, Hertha eSports? Boah, der Beste? Ich würde sagen, letztes Jahr war der Beste Tom. Und dieses Jahr ist ja neues FIFA. Aber meine Karten gehen auf, schwer dieses Jahr.
Adam könnte eine richtige Maschine sein, weil er richtig böse skillt, Freunde. Adam kann richtig krass skillen. Also der könnte richtig abreißen. So glitschig. Ja, Pelé ist glitschig, Chat. Also ich könnte viel mehr Tore mit den ganzen Leuten hier machen. Aber ich mache ja nur Scheiße die ganze Zeit. Die haben alle 3 Spiele, 4 Tore. Außer Kilian. 3 Spiele, 1 Tor. Okay. Das macht ein Upgrade. Edi, wer ist dein Favoritspieler? Ich habe erst 3 Spiele, glaube ich, gemacht. Ich kann noch, ich kann das auch so wie ich spiele, weiß ich noch gar nicht. Ich mache gerade irgendeine Scheiße nur. Ich skill einfach nur ein bisschen rum. Ich versuche offstream morgen und übermorgen mich so ein bisschen ans Team zu gewöhnen. Und wenn ich dann in den höheren Divisions bin, kommen dann auch Gegner, wo ich. Und ich werde auch gegen Profis und so spielen. Ja, da gucke ich mir das mal alles ein bisschen genauer an. Wer, wie, was. 26 Millisekunden mache, ja, Scheiße. 2 Euro, ich werde überlesen, perfekt, alles Gute nochmal. Hä? Was? Tut mir leid, Patrick, trotzdem danke für 2 Euro. Mach mal ein Geld und manche Tore habe wissen, wie hoch das. Soll ich mal richtig schwitzen? So ohne. Als wenn es jetzt hier Spiel um 3-0 ist, damit ich mal so richtig die Statistik von meinen Spielern hochknalle? Perfekt. Topo Gigo denkt sich, Digga, why? EA Sports Vancouver Canada, why I play versus him? He have so many good players. Was ein Team, Freunde. Gut, und let's go. Auf Ballbesitz erstmal hier. 60% Ballbesitz. Und los geht da. 4-4-2 und Abfahrt. Why, EA? Zeig mal, Pelé. Aber die blocken, die können sie auch, die 75er. Patrick, unsympathisch. Elva. Wer tritt denn die bei mir? Ronaldo, bist jetzt ein. Bitte mal Mods mitmachen, wie viele Elva ich verschieße. Mich interessiert das. Statistiken in FIFA 20. On stream. Ich habe bis jetzt ein Elva gehabt, einen verschossen. Genauso wie mit, wie oft ich sauer bin. Ah ja, 1-1. Weiter geht's. Statistik 1-1. Ausraster, also ich glaube Ausrufezeichen sauer, dann seht ihr mal, wie oft ich, das war aber so ungenau letztes Jahr, wie oft ich ausgerastet bin. Ich bin viel öfter ausgerastet. Safe. Das habt ihr echt nicht gut gemacht. Pelé, Fabrizator. Na okay, doch nicht. Na okay, wir machen mal ein bisschen was für die Statistik. Der quittet bei 2-0. Nein, nein, wir bringen jetzt hier, Freunde. Kennt ihr die Leute, die dann immer so... Die sagen, oh Bruder, ich habe mir einen Spieler gekauft, der rasiert so krass bei mir. Der hat dann 2 Spiele online gemacht und 15 Spiele Anfänger gegen einen Squad-Builder-Dings da, was es da ist. Guck mal hier, Patrick darf auch mal. Okay, Patrick kann es nicht. Elva! Oh Bruder, ich habe mit denen und denen, ich bin so gut in FIFA 21. Ich habe das und das für eine Statistik und ich habe mit denen und so, so viele Tore gemacht, Digga. Und dann hat er alles Squad-Builder-Bette gemacht. Man kennt's. Ich will eine Ecke, ich beweise euch jetzt, wie unfair Ecken sind in diesem Stream. Ich beweise es euch. Ich beweise es euch. Ich schlag die aber auch gerade echt nicht gut. Ich schlag sie nicht gut. Ich muss mit Neymar die Ecken treten und nicht mit Pelé. Ich habe 3 Ecken, 0 Tore. Das ist wirklich nicht gut mit CR7. Achso. Guck mal, der macht den Pressing an. Olle. Und auf geht's, ab geht's. Alles ist vorbei. Alles ist vorbei. Elva. Ach. Mbappé, das ist Hens. Das war eigentlich so gut von Eli Gunner. Und, ah, gute Ballannahme, Mondi. Patrick unsympathisch, TV. Ist das Abseits? Lol, war kein Abseits. Oh! Digga, wie war das denn? Kein Abseits, das war safe Abseits. Ecken, lass Pogba machen, läuft gut. Nee, nee. Das war doch safe Abseits. Er hat Kanada als Wappen.
Hol den Ball. Hol den Ball, Billy. Hol den Ball. Hol ihn. Und den Ball. Freunde, das wird jetzt das. Der hat ein Kanada-Waffen, da verstehe ich keinen Spaß. Der Mann wird nie wieder die Playstation anmachen. Der kann das alles, Digga, der kann die FIFA 21 direkt wieder rückversandt machen. Nach EA Sports Vancouver Canada. Den Mann schieße ich jetzt 20-0 ab. Den Mann schieße ich 20-0 ab. Da wird doch gepresst ohne Ende. Ich kenne gar nichts. Hol den Ball, Neymar. Sweaten? Hol den Ball. Hol den Ball, Ronaldo. Hol ihn mehr, wir brauchen mehr Tore. Wir haben Überschein, 15 über. War eine 1-2er-Quote. EA denkt sich gerade nicht, warum dieser Hass. Ich hab gar nichts gemacht. Shh. Sit down, nobody talk. Seid leise. Niemand sagt was im Chat. Ich lasse jetzt meine ganze Wut raus, die sie mir letztes Jahr zugefügt haben. Ihr wisst nicht, was ihr mit mir letztes Jahr gemacht habt. Ich war um 2 Uhr morgens spazieren, weil ich nicht schlafen konnte. Um 2 Uhr morgens war ich spazieren. Ich gebe euch jetzt alles zurück. Hol den Ball, Cristiano Ronaldo. Um 2 Uhr morgens hat man mich hier spazieren gesehen. Die Nachbarn wollten schon die Polizei rufen. Mein Vater war kurz dabei, mich zu enterben. Ich brauche dieses Tor. Ich brauche dieses Spiel für mich, Freunde. Ich brauche es für mich. Ich brauche es einfach. Teampressing. Abseitsfalle. Tut alles. Ich brauche es für mich. Schießt die 20 Schnell. Kurbeln. Ihr müsst kurbeln. Ihr müsst kurbeln. Hol den Ball, Ronaldo! In der Halbzeit, jeder, der den Ball nicht holt, der macht, der muss. Sit down, nobody talk. Ich lasse da alles raus, was ich letztes Jahr mitbekommen, Freunde. Ich hab es nicht. Ihr wisst nicht, was sie mir letztes Jahr getan haben. EA Sports Vancouver, Canada. Jeder, der so ein Wappen hat, der wird von mir aber richtig weggeschwitzt. Weitermachen. Weitermachen. Kanada-Wappen. Er führt 10-0. Ja, wahrscheinlich führt er 10-0. So lost schon wieder, dass sowas überhaupt passieren kann. Der EA-Mitarbeiter. Ihr voll. Nein, ich hätte Richard einwechseln sollen. Vorher, ich habe jetzt auf Stopp gedrückt, der wird quitten. Was macht der? Hol den Ball. Richard, komm ran, Großer. Komm ran, Großer. Komm ran, Großer.
Richard, die muss in den Chat. Die Nummer 4 muss in den Sturm. Ich mach, Digga, der kriegt jetzt so, der kriegt jetzt so all meinen ganzen Hass zu spüren. Komm ran, Großer. Sports Vancouver, Canada. Jordan Torunariga for President in den Chat. Richard, spielen und gehen. Wie damals in der C-Jugend, in den Favelas. Wie damals in... Guck mal da oben. Digga, da wollte ich einen Shit spielen. Ich schwöre, ich wollte zu Neymar einspielen. Knäschen. Yay, Sports mit 2 Euro. Please stop, man. Junge, Junge, mit EA Sports Wappen. Wer sowas wirklich hat, Freunde, der kriegt von mir einfach nur... Herr Schiedsrichter? Hä? Richard, komm, nicht nervös sein, weitermachen. Die Männer fahren irgendwie einen Gang runter. Ich will, dass ihr sie abschießt. 15-0 mindestens. Schiedsrichter? Oh, Chipka. John? Also, und da, sind wir nur noch so. Richard, sie haben nicht an dich geglaubt. Sie haben dir nur eine 81 gegeben. Zeig ihnen, dass du mehr wert bist. Mit dem Lenken. Oh Gott, hä? Achso. Oh, nein, das ist nicht mehr drin. Aber Varan. Ich hab auf Schießen gedrückt. Der hat einfach noch auf den Eisen gekommen. Der Mann hat einfach komplett nach hinten gekommen. Freunde, ich kann die Männer irgendwie nicht mehr motivieren. Die sind alle schon im 8-8. Die sind alle schon im 8-8. Wer ist denn das? Jordan, kein Elfer? Die sind alle schon im 8-8. Ich werde so sweaten. Ah ne, Patrick, vielleicht mal für die... Ne. Richard Richardson, hol dir den Ball. Du willst doch mehr. Du bist doch ein super Typ, Richard. Hol den Ball. Hol den Ball, Richard. Ich will mehr, Chat. Ich will mehr. Ihr versteht nicht. Das ist Lupfer. Er wusste, dass ich in der Mitte bin. Er wusste selbst, dass ich in die Mitte schieße. Ihr wisst nicht, was das Spiel für mich für eine Bedeutung hat. Das ist so, als wenn... Weiß ich nicht. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist wichtiger als ein 29-0-Spiel hier gerade. Hol den Ball, Kilian. Hol den Ball, sag ich. Hör auf zu jubeln. Ich streich dir deine Torprämie, du Knechtgesicht, wenn du den Ball nicht holst. Wenn Gegentor kommt, musst du quitten. Ich will den 17 Dinger eigentlich geben.
Ich will ihm 17 Dinger geben. Warum können die denn nicht mehr? Elfer, Herr Schiedsrichter! Was? LOL. Der wäre safe mit Ronaldo reingegangen. Ich schaff 17 nicht. Ich schaff es nicht. Spiel hat so eine emotionale Bedeutung für mich. Ich bin gerade Freunde in meiner Kindheitsjugend. In meiner Kindheitsjugend. Kennst du das? Ich habe gerade alles, was sie mir angetan haben, im Kopf. Alles, was sie mir angetan haben. Hol den Ballnehmer. Und einer noch. Bitte. Nein! Nein! Nur mit der Fußpike! Hm. 16-0. Ich glaube, der Mann hat was gegen FIFA. Der denkt sich, na super. Die FIFA 21 Saison startet, der ist super. 16 Kirschen. Aber er ist selber schuld. Wenn er ein EA Sport, wenn er ein Kanada-Wappen nimmt, dann kann er nicht erwarten, dass ich nicht hier um mein Leben spiele. Wie viele Tore haben die alle gemacht? Hä, nicht mal viele. Oh, Ronaldo 6 Tore, lol. Jo, wahrscheinlich hat er gegen mich 16-0 gewonnen. 16-0. Hä, wie lost das ist, ohne Sinn. Warum ist es umgekehrt? Ich verstehe es nicht. Ja, 26 Schüsse hatte er. Freunde, ich hatte keine Chance, tut mir leid. Für wie viele Pele gekauft? Für 5 Millionen. Ach ja, EA Sports. EA Sports Vancouver, Canada. Was? Ich lasse mich nicht nochmal so auseinandernehmen von euch dieses Jahr. Wenn ich verliere, dann verliere ich. Aber ich lasse mich nicht nochmal so auseinandernehmen körperlich. Mental und körperlich. Physisch, alles, Digga. Ich wurde da, Freunde, mental auf einer Probe gestellt, die nur die allerwenigsten zu tun hatten da, Alter, wirklich. Hopp, ey, ich muss noch so viel spielen. Mach Screen, ja, irgendeiner hat bestimmt eine Story gemacht. Kann einer eine Story machen und mich markieren? Und mir ein Foto schicken am besten, auch davon? Ich habe schon wieder einen Tweet. 16-0, macht mal jetzt bitte, Freunde. Bitte einer mir auf Insta ein Foto schicken von diesem 16-0-Ding, dass er gegen mich 16-0 gewonnen hat, so in der Art. Kann mir das nochmal einer schicken? Bitte? Maybe? Auf Insta? Elias97? Can you make this? Maybe? For me? Hallo. Pele 7,6 Millionen. Hey. Was babbelst du da? Lol. Was ein Bild. Digga. Digga, aber nicht, dass die denken, dass ich wirklich verloren habe, meine Community. Gute Anzeige da, EA Sports. Wenn man Kanada-Wappen hat, hat man ins
Ja, nee, das ist mir zu schwer. Ich werde das safe nicht. Hat man automatisch gewonnen. Perfekt. Alle mal kurz auf Twitter rübergehen und kurz liken den Tweet und reposten. Digga, es gibt schon wieder so viele Bugs in diesem Spiel. Ohne Sinn. Kurz geht raus für über 20.000 Zuschauer, Freunde. Ich wusste, dass viele interessiert, wie das Gameplay, also wie ich so spiele. Aber 20.000 Zuschauer ist schon echt viel. Dankeschön für den Support, Freunde. Ihr könnt gerne alle diesen Kanal hier abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Kurz mal alle diesen Tweet hier liken, Digga. Angeblich habe ich hier gerade 16:0 verloren. Perfekt. Digga, das Bild. Ja, und repost und retweeten bitte. Damit es auch mal ein bisschen was gesehen wird da. Danke an alle Follows, die ich hier gerade bekommen habe. Ja, aber das ist mir zu blöd. Der wird nicht gekauft. Jeder guckt ja vorher bei Fubin nach, Sydney. Carlos Abdullah, Noah mit einem Follow, Jim mit einem Follow, Sventik mit einem Follow. Dankeschön für die Follows. Hasenes, QR, Fabi Schwabe, Cobraman 62. Kurz geht raus für alle Follows. Vielleicht knacken wir ja 305.000. Aber dann, das ist nicht so einfach. Wir hatten gerade, als ich den Stream angemacht habe, 304.000 geknackt. Also Dankeschön für den Support und 31 Millisekunden. Why? Schau mal, ich habe das Bild schon von jemandem geschickt bekommen. Kuss geht raus, Freunde. Immer wenn ich streame, habe ich so viele Millisekunden. Mein Internet ist so kacke, Chat. Real talk, Mann. Das fuckt mich übertrieben ab. Ach, jetzt spiel ich zum ersten Mal. Oha! Das ist ja so ein Division Rivals Spiel, ne? Der hat sogar ein gutes Team. Für diese ersten 5 Spiele, finde ich. Da haben andere, glaube ich, gechillt. Also, habt ihr ja gesehen, was man da so für Gegner abbekommt. Bin ich ja mal gespannt, Chat. Glaubt, der Mann hat sein Wappen gediscardet. Sagst du? Ja. Yep. Tim FIFA. Bestimmt kein Deutscher. Mama, Papa, ich spiele gegen Elias R97 und ich spiele jetzt gegen mein Leben, damit ich meinem Freund erzählen kann, oh, guck mal, ich habe gegen ihn gewonnen. Achso. Ecke, Kopfball, Tor. Flanke, Kopfball, Tor. René mit einem Sub, Kuss geht raus für den Sub. Vincenzo mit einem Follow. Habe als Freundin, also Freund, eine 10 von 10, will aber eine 9 von 10. Was soll ich machen? Hä, Lul? What do you mean, my friend? Warum geht der nicht auf Ronaldo? Achso. Oh, Patrick! Unsympathische Nummer 4 da auf der 6. Unsympathische Nummer 4. Da ist keiner zu ihm hingegangen und hab ihm einen Klaps auf den Po gegeben, Freunde. Da hat sich gerade keiner für den Mann gefreut. Die dachten sich alle, oh nee, bla bla bla. Patrick sitzt auch immer alleine beim Essen am Essenstisch, Freunde. Einfach ein unsympathischer Typ, der die Bälle einfach immer abnimmt. Auch im Training und so. Das ist so einer, der dir so in die Hacken tritt beim Training, obwohl das nur so eine Aufwärmübung ist. Guck mal hier, steck den Puller rein, Patrick. Super Typ. Puller reingesteckt, weitermachen. Renn, schick mich. Gut dabei. Ah, der hat ja jetzt Mondi. Aber ich finde in der Abwehr, Freunde, ich habe wirklich keine Abwehrprobleme, muss ich sagen. Sagst du, kein Foul? Warum lässt er sich nicht fallen, der Knecht? Linus 5 Euro, wer hat das Bild auf Insta geschickt? Sag Namen. Boah, Digga. Danke für 2 Euro. Ich lüge nicht, als ich auf mein Handy geguckt habe. Waren da locker 500 Nachrichten oder 200, keine Ahnung. Da stand vor wenigen Sekunden und es ging, keine Ahnung, wie lang runter. Ich habe einfach irgendeins genommen. Ihr habt mir alle eins geschickt, Ehrenmänner. Oh, Digga, der hätte einen. Hä, was? Der hat voll das gute Team, finde ich, für so ein Anfangsding. Der hat ja Varane und Joe Gomez in der IV. Achso. Oh, oh. Guck mal hier. Guter Alisson. Gib mal den unsympathischen den Ball. Okay, der hier. Der ist super sympathisch. Super sympathischer Typ. Kanté auch super sympathisch.
gibt dir immer was von seinen Äpfeln ab in der Brotbox und so. Hm, kann ich ein Apfelstück haben? Ja, ja, kein Problem. Vera behält die ganzen Äpfel immer für sich, der Knecht. Junge, gib mir die, spiel den Ball, Junge. Hm, spiel den Ball. Spiel den Ball. Opa, olle. Achso. Oh! Na, da würde ich auch quitten, Tim, FIFA-Account. Junge, Junge, Junge. Pascal, Lieblingssong, Steffen mit einem Sub. Mike, BTW mit einem Sub. Elevate Story Post, ihr die Geller, habe ich gemacht. Habe ich gemacht. So, sind wir jetzt Division 1 eigentlich? Mike, BTW, danke schön für deinen Sub, mein Freund. Linus mit 2 Euro, King Bra mit Follow. Vincenzo Kerli auch mit einem Follow. Sag schon Sasuke mit einem Follow. Dankeschön für die Follows. Wie machst du so gute Pässe? Bei mir sind die immer so langsam und ungenau. Ihr müsst die vernünftig aufladen, Freunde. Ihr dürft da, müsst ihr ein Gefühl für bekommen. Hallo, wo sind meine 125.000 Münzen? Ach, habe ich bekommen. Aber da stand nicht, wie viele ich bekommen habe. Da stand einfach nur eine Münzzahl. Habe ich jetzt 124.000 bekommen? Ehre. Und jetzt? Welche Division bin ich? Spiele Rivals. Kann ich das irgendwo sehen? Die verwuselten. Aber jetzt, Freunde, mal gucken, was man jetzt so abbekommt. Division 2. 124k hast du bekommen. Hm, wo kann ich denn das sehen? Ach hier. Skillwert 1800. Division 2. Und ab wann ist man Division 1? Ab 1900? Wie viele Siege muss ich da machen? Spiele Rivals. Weil ich, dass du 2000 Skillpunkte hast, dann darfst du gegen mich ran. Ihr scheiß Knechtkinder. Junge, es versuchen jetzt so viele mich zu snipen bestimmt. Ich hasse sowas. Das ist der Nachteil, wenn man on-stream halt immer so spielt. Es gibt, und wenn man halt ein paar Zuschauer hat. Da versuchen immer Leute einen zu snipen, weil die einen abfacken wollen. Jedes verkackte Mal. Anaira klappt mit 2 Euro. Kannst du mal Alessandro Torno grüßen? Alessandro Torno, ich grüße dich. Danke für die ganzen Follows, Freunde. Noch 8500 Follows. Lass dir gerne ein Follow da. Ist ja schon 23 Uhr, hä, Lul? Lass dir gerne alle ein Follow da und ein Like. Macht mal hier die 10.000 Likes voll, Freunde. 8.400. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Was spielst du denn für eine Aufstellung? 4, 2, 3, 1. Gib mir mal den Pille. Oh. Guck mal hier. Das habe ich gerochen, mein Freund. Ach, Kante, du bist doch ein Knechtgesicht. Wie kann denn der Ball nicht ankommen? Da war mein Zeigefinger zu glitschig. Ich hab Schussfinte in den Stand gemacht. Da war mein Zeigefinger zu glitschig, Chat. Was soll ich euch erzählen? Verglitschter Zeigefinger. Da bin ich abgerutscht. That's me. I don't know what you want. Wusstet ihr, dass Mondi 4 Sterne Skills hat? Guck mal, der kann Scoop hören. Ohne Sinn. Ah. ADHS kickt irgendwie gerade ein bisschen rein, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht warum. Aber mir macht Spielen, muss ich sagen, mehr Spaß als Pack öffnen, weil da kann ich ein bisschen mehr interagieren. Also nicht mit euch, Lul, aber so mit dem Spiel halt. Patrick, unsympathisch sein? Den habe ich. Perfekt. Ich wollte Neymar, es ist nicht so einfach, ich schwöre. Ich dachte, ich habe auf Neymar geguckt, weil ich dachte, ich hätte Neymar. Aber wenn man das draußen hat, Freunde, ich trainiere ja ein bisschen, ich versuche hier ein bisschen was. Aber das muss man sich aneignen. Jetzt lieber machen, Freunde, wenn ihr was probiert, macht es jetzt und nicht in der Weekend League. Ihr müsst sowas jetzt machen. Hier tut eine Niederlage nicht weh. Guck mal jetzt, ich mach's jetzt nochmal. Okay, ne, ich mach's nicht. Doch, ich mach's. Mit Pelé, gib mir Pelé, gib mir Pelé.
Und jetzt spielst du mich an. Ah, der läuft gegen ihn. Perfekt. Wer war das? Welche Schuhgröße hat der Mann? Onida. Gib mir mal den Ball, Kollege Schnürschuh. Was war denn das? Oh my, oh my. Ronaldo, Ecke, Kopfball, Flanke, Tor. Ich will jetzt mal ein Eckentor bitte machen. Tor, safe, hundertprozentig. Und so kriege ich übrigens immer meine Gegentore. Ich lüge nicht, meine einzigen Gegentore sind Konter. Ich sage es immer wieder. Weil ich immer so halt an sich den Ball habe. Und ich renne immer in Konter rein. Aber es ist, ja, scheiße. Perfekt. Wie ging denn die Ecke nicht rein, lol? Alisson hat eine Idee. Oh. Ja, ich will gucken, ob die Scheiße funktioniert. Bei Mo funktioniert das. Ich schwöre, ich habe mir vorhin sein Gameplay angeguckt. Der macht das die ganze Zeit. Elva. Gegen wen ist denn das? Gegen Kappa. Tschüss. Mann, ey, nicht diese Blocks, EA Sports! Und jetzt wieder ein Konter. Nein, 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 nein. Ah ja. Sebo Geller mit einem Euro. Berker mit 2 Euro. Moin. Kurze Frage, wie werde ich Sub? Kurz geht raus. Unter dem Stream müsste ein Link sein, da steht Mitglied werden. Da könnt ihr alle Sub werden. Ey, gestern war auch ein richtig entspannter Stream. Ja, Mann, gestern war auch ein sehr gechillter Stream, fand ich auch. Aber Freunde, wenn ich halt spiele, kann ich nicht so krass aufs Gameplay gucken. Besonders, wir müssen halt uns jetzt für die Scheiß... Wenn ich nicht so viele Spiele... Das ist, wenn ich nicht so viele Spiele machen würde, würde ich auch jetzt viel mit euch labern. Das Problem ist, dass erstens viele wissen wollen, wie ich halt so zocke. Und das zweite Ding ist, dass ich noch so viele Spiele machen muss, Chat. Ich will mich für die Weekend qualifizieren, Freunde, und dann können wir viel Scheiße machen, okay? Dann kann ich wieder mit euch labern, dann könnt ihr mir erzählen, dass eure Freundin, weiß ich nicht, euch nicht von hinten ranlässt, weil ihr einen zu großen Puller habt. Keine Ahnung, Digga. Dann könnt ihr mir sowas alles wieder erzählen. Tipp von mir, wartet immer bis... Das ist auch OP. Guck mal, wenn du ein bisschen wartest und dann so eine Scheiße hier machst. Ein bisschen abwarten, da wird der Gegner nervös. Falsche Richtung, perfekt. Elva? Ich mache Elastico in die falsche Richtung. Habe ich? Nicht? Perfekt. Ja. Aber ich finde, ich spiele ganz gut, finde ich. Wie viele Qualipunkte kriegt der pro Sieg? Ich weiß es gar nicht. Also in Division 2, ich glaube 250, ne? Aber ich glaube, nach 4 Siegen bist du in Division 1 und dann... Also ich glaube, wir müssen 6 Spiele machen. Wenn ich alles gewinne, 6 Spiele. Aber es wird halt schwieriger, umso weiter du nach oben gehst. Bist du morgen wieder live? Ja, normal, Freunde. Ist ihm jeden Tag gefühlt. Was? Vasili mit 2 Euro. Steven mit einem Follow. Fabian Niege und Sivlas, alle mit einem Follow. Aaron mit einem Euro. Wir müssen mal hier ein 2-0 machen, damit wir hier nicht X spielen. Weil wir kriegen nicht so viele Gegentore, das gefällt mir. Und mein Gegner hat auch nicht so viele Chancen. Klar sind wir auch noch nicht oben, aber man kann ja auch immer sagen,
wie man halt so spielt. Kante kann ja gar nicht skillen, lol. Der macht die Tricks auch kacke. Achso. Mann, ey, diese Blocks werden mich so abfucken. Ich schwör's euch, ich werde meine Nerven verlieren in der WL. Oh nö. Ich werde meine Nerven verlieren in der Weekend League. Ihr werdet das sehen, Chat. Das wird mich so nerven, weil die drücken nichts. Die stehen da einfach rum. Die CPU ist so krass OP bei den Abblockern. Ihr wisst es selber. FIFA 21, jeder, der FIFA 21 spielt, weiß es. Das ist so krass teilweise. Gib mir den Ball. Komm mal her, Großer. Patrick, komm mal hier. Guck mal, wie unsympathisch. Guck mal, wie unsympathisch der Mann aussieht. Und er spielt auch so unsympathisch. Aber 4-2-3, ich muss sagen, meine Spieler stehen mir einen Tick zu weit weg. Stand jetzt. Die stehen mir zu weit weg, alle. Die sollen ein bisschen näher rankommen. Komm mal ran auf den Meter, Kollege. Was mir so momentan auffällt. Auf jeden Fall in dem Game hier. Der Gegner hat keine Chance, so, aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen die Interaktion miteinander. Auch mal zusammen bowlen zu gehen oder so. Gibt's wieder einen Konter? Ja, es gibt wieder einen Konter. Mich würde mal interessieren. Ach, das sieht man ja danach, ne? Wie viele Skillpunkte da hat? Auf dem rechten? Ja, sehe ich doch. Stand in der Bild. Nein, 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 nein. Ich krieg immer den falschen. Fortnite-Bot mit 2 Euro, Sebo Geller mit, nee, Fortnite-Bot mit einem Sub und Sebo Geller mit 2 Euro. Eine wuselige Nachricht auf Insta vom FC Volker. Digga, wenn ich das sehe, antworte ich sehr gerne drauf. Aber es schreiben mir echt viele Weird Flags. Eli zockt dieses Jahr 4-4-2. Wir spielen mal 4-4-2. Problem ist, für 4-4-2 habe ich nicht meine, habe ich kein Mittelfeld für. Ich habe Kanté und Vieira. Und du brauchst beim 4-4-2 eigentlich so einen, der auch was vorne mäßig halt kann. Sonst habe ich nämlich jetzt hier, also, ist nicht so geil. Guck, ich konnte so mit Kanté konnte ich gerade einfach mich nicht befreien, weil ich mit dem Mann nicht dribbeln kann. Und das ist ganz oft so. Aber klar ist da halt zwei Stürmer dafür. Guck mal, ich versuche CR7. Jetzt ist mein Ziel schon CR7 anzuspielen. Aber ich krieg's nicht geschissen. Patrick! Patrick, der Unsympathische. Dann 4-2-2-2. Und da genau, und genau da kommt Pogba ins Spiel. Ja. Ja. Ich muss, Freunde, ich brauche noch so lange, um hier reinzukommen. Ich werde hier versuchen, mir Sachen noch anzueignen. Ey, upp, gute Ballannahme. Ich werde da versuchen, mir ein bisschen was zu überlegen, wie ich spielen soll. Nö, war kein Foul. Mich stört, dass die Ecken gerade irgendwie nicht funktionieren. Oh. Mich stört, dass die Ecken gerade nicht funktionieren. Ich weiß, ich dachte, ich mach viel. Das liegt daran, weil Pelé die Scheiße reinbringt, der Knecht. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und ich muss eine Lösung gegen dieses Ausgekontere. Ich mache immer das Spiel, ich schwöre. An sich bin ich so der, der dann immer meistens das Spiel macht. Das wird auch in der WL so sein, außer es kommt halt auch ein anderer Pro. Aber diese Konter sind leider so einfach. Oder beziehungsweise ich bin da krass anfällig. Ich kann das irgendwie nicht verteidigen. Boah. So, Virgil hat eine Idee, Freunde. Virgil hat da nach vorne. Ich mache eine hohe Flanke auf Ronaldo. Wer, der kommt nicht an.
Verrückter Kopfball Tor. Perfekt. Bei 4-4-2, die zweite hast du die ZDMs. Ja, aber das ist mir dann zu defensiv. Also da stehen die auch komisch, finde ich. Das ist nicht mal so krass defensiv, sondern die sind voll komisch gestaffelt, meiner Meinung nach. Scorpion Kick, maybe? Ja! Nein! Warum macht er keinen Scorpion Kick? Ich schwöre, Chat, das ist... Ich sehe immer auf TikTok, auf Twitter, überall sehe ich Scorpion Kicks. Ich habe noch nie einen Scorpion Kick-Tor gemacht. Die machen es nicht, die Knechte. Ich schwöre, ich meine es ganz ernst, die machen keinen Scorpion Kick bei mir. Man muss doch... Was ist es denn? Bei mir ist es R2. Das war der Spot für Scorpion Kick. Habt ihr das Dribbling gerade gesehen? Opa. Nolle. Olle. Ja, L2 gedrückt halten. War das nicht L2? Ne, bei mir ist es eine andere Taste als bei euch. Bei mir ist es, ich mache Trickpässe. Ich mache Trickpässe zum Beispiel mit R2 und Trickschüsse. Wenn ich ein Trickschuss-Tor mache, drücke ich R2 dabei. Ich sprinte halt mit R1 zum Beispiel und ich schlänze mit L2. Warum hat ein Pelé eine 6-8? Ey, Ronaldo macht echt viele Buden bei mir. Gestern einfach abgeguckt und Spicker-Tipps von den besten Streamern der Welt bekommen. Hat es funktioniert, mein Freund? Hat es funktioniert? Ich wurde nicht einmal markiert, auf jeden Fall deswegen. Lukas mit 2 Euro Eli jetzt das 5. Mal spenden. Lies bitte vor. Lukas Usinger, so. 5 Euro von Lukas Usinger. Tut mir leid, dass ich das jetzt erst sehe. Eli und Knecht, das jetzt bitte vorher. Warte. Hier, 5 Euro. Eli und Knecht, hab schon zweimal gespendet und hast nicht einmal vorgelesen. Warte, noch weiter runter. Hier, was geht, Eli? Grüß mal bitte Arthur, Martins und eine Frage. Lieber Cristiano Ronaldo oder ein heftiges Team mit Mané, Salah und so weiter. Ich grüße Martin und Arthur. Tut mir leid, dass ich das jetzt erst lese. Und ich würde hier Son und so spielen und Ronaldo verkaufen. Ist besser, wenn ihr ein ausgeglicheneres Team habt. Aber Ronaldo, wenn du irgendwie mal so die Coins hast, um Ronaldo ein gutes Team zu machen, dann auf jeden Fall Ronaldo. Ja. So viel dazu. Und Skills machst du mit Dreieck? Nee. Das ist ganz komisch bei mir. Also Chat, sag ich mal. Ich sprinte mit R1. Ich schlänze mit L2. Ich schieße mit Viereck. Das machen aber ganz viele, glaube ich. Und sonst war es das, glaube ich. Anarak der 4 mit 2 Euro. Kannst du nochmal Alessandro Tomo grüßen? Nicht Torno. Alessandro Tomo. Jimbo TV mit 2 Euro. Grüß mal bitte Steven. Hau, hey, euer Jürgen. Steven, ich grüße dich. Edi, ist das ein RTG-Team? Ich habe eine RTG gestartet, Freunde. Läuft ganz gut. Überteuert verkaufen. Und Sniping lief sensationell. Und ja, wir starten eine RTG zusammen. Ich sag, das ist ein. Der kennt mich. Sonst würde er spielen. Das merkt man, also das ist voll oft so. Entweder Stopp drücken oder die erste Sekunde nicht den Controller bewegen. Eins von beiden. 4-4-2 oder 4-2-3-1? Wir spielen 4-2-3-1. Weil der Mann Heuming Son hat und da habe ich, verstehe schon mal gar keinen Spaß. Bupp. Und ganz oft passiert mir da, ich mache ein super Tackling und da ganz oft bekommt der Gegner aber trotzdem den Ball. Warum? Weil der Spielschmutz ist. Ich glaube, der ist nicht kacke. Wir werden auch, Freunde, umso mehr Siege wir haben, ihr werdet sehen, das geht ziemlich schnell, dass du gegen gute Gegner spielst, wo du nicht mehr machen kannst, was du willst. Oh, dieses Geblocke, ich werde so ausrasten in der Weekend League, ihr werdet es sehen. Mit eigenen Augen. Mit eigenen Augen werdet ihr das sehen. Und da. Achso. Gestern Twitch war auch wild. Dankeschön. Was ist mit
eurem RTG-Account. Ja, ne, der hat keine Zukunft. Damaliger PES wieder, ja. Ich habe damals ganze Zeit PES gezockt. Ja, das Skillen ist an sich wirklich effektiv, aber manchmal, man übertreibt es voll oft, weil das einen dazu verleitet. Das macht echt Bock mit den Spielern. Muss ich wirklich sagen, Stand jetzt. Wenn die Server gut sind, macht Skillen richtig Bock. Patrick? Aber ich zeige euch mal jetzt, was wirklich, ihr könnt euch jetzt, mein Tipp an euch, wie ich die sehr, sehr viele Tore gegen gute Gegner schieße. Wartet. Ich kann es jetzt nicht machen, das funktioniert jetzt nicht in dem Spot. Jetzt kann ich es machen. Ihr spielt euch hier ran und jetzt Schuss für den Stand und Glakuketta. VR Schiedsrichter? Alles klar. Aber das funktioniert sehr oft. Wenn ihr eine Schussfinte im Stand macht, bei der Ballannahme sozusagen, weil dann spart ihr Zeit, weil er sich direkt zum Tor dreht. You understand? Er ist mit dem Rücken zum Tor, ihr macht eine Schussfinte, ist nicht so einfach zu timen, aber an sich kriegt man das irgendwann hin. Und dann steht er mit dem Kopf zum Tor. Ronaldo? Ja. Hab 2k Skillwert, ist es nicht mehr lustig, Edigella. Kann ich mir vorstellen, mein Freund. Aber du musst das so sehen in Maxte. Du spielst halt auch gegen gute Gegner und in der Weekend League wird es nicht so ablaufen. Quittet er? In der Weekend League wird es nicht so ablaufen. In der WL werdet ihr gegen viel schlechtere spielen als in der Division und konzentriert euch zu spielen. Ich weiß, es macht irgendwann keinen Bock mehr und in 2 Monaten spielt auch kein Mensch mehr Division Rivals. Aber am Anfang macht es noch ziemlich Sinn. Wir werden hier auch gleich gegen sehr gute spielen, denke ich mal. Auf Ansage, Flanke, Kopf bei Tor. Mich nervt, dass die Ecken gerade nicht kommen. Aaron mit 2 Euro. Kannst du mal meinen letzten Sprint bitte vorlesen? Aaron hier mit 3 Euro. Grüß mal bitte Leon Fiedler und der nächste Kakao geht auf seinen Nacken. Leon Fiedler, ich grüße dich. Gönne den Kakao, Aaron. Henrik Meyer, Vate, Flöte, Samu. Alle mit einem Follow. Dankeschön für die Follows, Freunde. Macht mal hier die 10.000 Likes voll. Würde mich freuen, fehlen noch 500. Freut mich auch, dass hier so viele am Start sind und die Leute es juckt, wie Eli Geller spielt. Wie viele Follows haben wir denn gemacht? Schaffen wir 205.000 maybe? Noch 350 Follows, Freunde, dann haben wir die 205.000 geknackt. 305.000. Also an alle, die noch nicht abonniert haben, gerne, gerne ein Follow da lassen. Hä? Bekomme bei einem Sieg dann plus 3 Skillpunkte. Oh, hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Verbrauchsobjekt anwenden. Verbrauchsobjekt anwenden. Verbrauchsobjekt anwenden. Ach, ich habe noch 250 Capex, lol. Ich habe heute 2x Draft gewonnen. Draft mit R. Digga, ich habe mich gerade voll erschrocken. Ist mir jetzt geklärt aus. Ich so, hä, warte mal, habe ich nicht noch irgendwas gehabt? Ich habe noch 250 Capex. EA Sports Vancouver Canada, wie sieht's aus? Sagt ihr heute, ist was möglich? Sagt ihr heute, ist was möglich, EA Sports? Ah ja. Okay. Draft. Stimmt, besser, der hat, Digga, das, ich hab da so um mein Leben geschwitzt, ne, ich weiß noch, das war das krasseste Spiel, ich war bei Sitten im Discord, das war vorhin, so um 16 Uhr, Chat, ich führe 3-0, Draft-Finale gegen einen richtig guten Typen, der hat 3-3 gemacht, der war so krass, dann mach ich 4-3, er macht 4-4, ich mach 5-4, er macht 5-5 und dann habe ich irgendwann das 6-5 gemacht, im Draft-Finale, aber so in der Verlängerung, immer so kurz vor Schluss wurde alles entschieden, das war so heftig, das Game. Ja. Discord. Sollen wir in Discord? Frittenfriede. Frittenfriede im Discord, sagst du? Hello? Feuerwerk. Nicht nach dem 16-0, denn nach dem 16-0. Wird nichts. Ja, hello? Yes, do you hear me? Say something? Hallo? Yes. Hört ihr ihn, Chat? Leg jetzt kein Auge, du Knecht. Ich mache jetzt 250 Capex auf. Nein, der Tod ist leise. Du bist leise, ja. Das habe ich mir schon gedacht, mein Freund. Ich gebe dir mal 190%. Danke. Warum waren das so? Nee.
Do you hear me, maybe? Yes. 10.000 Likes geknackt, dankeschön. Pablo Sarabia. Ich habe mir jetzt Patrick geholt, das hast du ja gesehen. Ich bin gespannt, wie der Mann performen wird. Sehr stolzer Preis. Ist sehr stolz, ja, aber er ist auch sehr unsympathisch auf der 6. Gegen gute Spieler wird er wichtig sein, du wirst es sehen. Aber 4 Millionen, junge Pelé kostet so viel was. Ja, I know. Okay, Freunde, wir machen jetzt 250 Carpacks auf. Danach spielen wir weiter, das macht gerade Spaß. Wir machen mal ein Giveaway, solange ich die Dinge aufmache. Ihr müsst dazu diesen YouTube-Kanal abonnieren und mir auf Insta folgen und ein Like auf den Stream da lassen. Dann könnt ihr eine PSN-Card gewinnen. Gönnt euch, Freunde. Ich mache den Bunker gleich auf. Da kann jeder mitmachen. Gestern hatten wir ein Sub-Giveaway übrigens auf Twitch an alle, die nicht da waren. Die haben es verpasst. Ah, Join Channel, maybe. Lol, ich habe mich verdrückt. Log out, maybe. Log in with YouTube, thanks. I really appreciate that, man. I really think so. Hashtag Asso in den Chat. Hashtag Asso in den Chat, Freunde. YouTube-Kanal hier abonnieren. Und mir auf Insta folgen. Ach, den folge ich auch schon. Du musst ja nur noch Asso reinschreiben. Du musst nur noch Asso. Ja, an die Leute, die schon immer mit dabei sind, die müssen nicht viel machen, ja. Die müssen einfach immer nur Hashtag Asso reinschreiben. Irgendwann kriegt er das geschissen, ja. Was wollte ich jetzt hier machen? Livestream-Einstellungen. Live-Chat, zack, hopp. Also, Freunde. Hashtag Asso in den Chat. YouTube-Kanal von mir abonnieren. Und ein Like auf den Stream da lassen. Und mir auf Instagram natürlich folgen. Da haben wir bald die 200.000. Elias N87, perfekt. Elias N98, auch gut. Elias N97. Hab meinen eigenen Namen gerade dreimal falsch geschrieben. So, das ist mein Instagram. Achso. Was sagst du zu den neuen Pullis? Ja. Sind noch am Plan, Leute, für Black Friday? Also den einen finde ich richtig geil. Den anderen, da würde ich gerne noch was machen. Habe ich dir aber auch gesagt. Welchen? Den... Grauen. Ach ja, grau, ja. Den aber grau. Freunde, wir werden drei Pullis bringen. Ja, wir sind gerade dabei, drei Pullis zu bringen. Wir sind gerade dabei für euch, Freunde, drei Pullis zu designen. Zwei schwarze, ein grauer. Einer mit Backprint. Wahrscheinlich zwei mit Backprint. Beide mit Backprint? Habe ich was verpasst oder was? In der Dings da. Ja, wir reden noch. So, na okay. Also, Freunde, erstes 50 Carpack. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. In unserer schönen. Junge, ich hatte gerade einen Draft, 100 Carpack irgendwie, ich hab mir ein Auge geschlagen. Walkout, warum bist du denn da? Oh nein, das ist ein Inform, könnte ein Schmutz werden. Wer ist denn das? Ein Hammer mit 12 Tempo. Oh Mann, ey. Junge, wie kann man 100 Carpack bekommen, Eli? Ich konnte es immer noch nicht fassen. Junge. Aber da kann ganz viel hinter sein, Chat. Hammer mit seinem 12 Tempo. Da kann auch viel hinter sein. Der Mann spielt mit Richard Bescheidson zusammen. Wie langsam der reingejoggt kam. Ja, Mann. Mit 58 Tempo. Digga, der Mann, der hat aber 88 passen, 88 schießen, 88 Dribbling, lol. EA Sports Vancouver, kennt ihr da so ein Martial? Maybe? Richard Bescheidson? David Silva, Fekir, zwei Walkouts. David Silva mit seinen 7K, TRX, James kostet. Einen schmalen Taler. Volland kann mir ein. Ne. Pepe kostet maybe was. Fekir kostet auch ein bisschen was. Ja, ich bin sogar zufrieden. Das war ein okayes 50 K-Pack, sag ich euch ganz ehrlich. Ich hatte ein paar Spieler, die was wert sind. Das kenne ich so. Das kenne ich so. Hä? Was willst du als nächstes upgraden? I don't know. Ich überlege mir, ich würde mir wirklich gerne R9 holen. Schwer. Aber er kostet 10 Millionen, Chat, und das sehe ich nicht ein. Als nächstes, Hullet ist halt wichtig, alleine wegen 442, aber ich will auch nicht 7 Millionen sein. Meine Offensive ist gecheatet mit Neymar, Mbappé, Ronaldo und Pelé. Ich habe halt so viele Coins noch, die ich irgendwo reinstecken kann, aber ich weiß nicht wo. Ich würde ganz klar Poggi neben Vera spielen, damit wir ein Spiel bauen, sehr klar. Ja, aber Kanté ist auch so einer, so ein kleiner Quirliger. Ja, Abwehr ist top. Du hast Ferdinand noch? Ja, Junge, weißt du, wie viele Coins ich noch habe? Ja, mach ihn doch rein. Der wird noch teurer, chill, entspann dich. Ja, kannst du ihn trotzdem spielen. Hä, nee, irgendjemand hat da nicht volle Dings da, glaube ich, oder?
Wer denn? Für Varan kann er. Aber Varan fand ich so geil. Aber Varan ist auch gut. Als ob Ferdinand nicht auch geil ist. Soll ich mal so hier spielen? Dann hat Alisson keine volle Chemie, aber. Alisson natürlich. Natürlich nicht. Wenn ich ihn für Van Dijk spielen lasse. Ja, ich meine noch für Varan. Aber Varan, wir testen mal, okay? Wir spielen mal hier Ferdi für ein Spiel. Wir spielen mal Rio. Für ein Game. Ich bin mal gespannt. Freunde, es ist gerade ein Giveaway am Start. Ihr könnt eine PSN oder Xbox Card gewinnen. Danach spielen wir weiter natürlich. Gruß geht raus für 23.000 Zuschauer. Dankeschön für den Support. Ihr müsst diesen YouTube-Kanal hier abonnieren und ihr müsst Hashtag Asso so hier schreiben. Ist umsonst. Genau so hier Hashtag Asso schreiben, sonst nimmt euch der Nightbot nicht auf. Und ihr müsst den Kanal abonnieren, das haben aber die meisten hier gecheckt. Zum ersten Mal? Ah, ne, doch nicht. Ihr müsst diesen YouTube-Kanal hier abonnieren, sonst nimmt euch der Nightbot nicht auf. Und Subs haben wir auch, ja, hier seht ihr. Perfekt. Das ist mein Instagram. So, wir machen jetzt das nächste Pack auf. Ohne Auge legen, ihr Knechtgesichter. Ohne Auge legen, bitte. Macht jetzt keinen Miesen. EA Sports Vancouver, Canada. Wie findest du KT bis jetzt? Ja, stabilo. Kein Walkout, danke. Martial, maybe? Portugal, da hört es auch schon auf. LM. Boah, 84er ist schon scheiße. 83er Rafa. Kante ist sehr emsig bis jetzt. Digga, was ist das denn für ein 50k Pack? Hilfe. Ich dachte gerade, es wären zwei Informs. Ich zieh zwei von diesen. Scheiß Drecksdraft. Ist das Schmutz gewesen, Hilfe. Und über die Packs, da kriegt man fast einen Steifen, wenn man die bekommt bei Draft. Digga, und du, Freunde, das sind die gefühlt das Beste, was du machen kannst, 50k Pack. Ich wollte nachher vielleicht noch eine SPC machen. Aber dann sitze ich hier bis übermorgen. Dann sitze ich hier wirklich bis übermorgen. Na gut, wir machen weiter. Wir müssen uns für die Weekend League qualifizieren. Wie viele Punkte habe ich denn? Division Rivals. Eli Geller hat 1845. Wie viel kriege ich denn pro Spiel? So 20, ne? Ja. Der Manager hat keine Verträge. Jürgen kriegt einen Vertrag. Kein Ding. Giveaway lösen wir gleich auf, Freunde. Oh, ich hatte 30 Millisekunden. Das fällt mir immer erst später auf. Oh. Junge, das ist ja ein richtiger Schwitzer. Er hat Ronaldo, er hat Essien, Van Dijk, Gomez, Timo Werner, Kanté. Das ist stabiles Team, Chat. Stabiles Team. Gut, das könnte die erste. Das könnte das erste verschwitzte richtig. Mal gucken. Frisanto. Ist es ein Deutscher? Frisanto YouTube. Hört sich an wie. Ey! Ah ne, ich hab grad Frisanto. Francesco Frisanto. Kann man sein. Frisanto YouTube. Ne, das ist er nicht. Doch, das ist er. Das ist er wirklich. Ja. 41 Abonnenten. Mann, ey, jetzt habe ich hier schon Hunger. Okay, Freunde. Wir losen das Giveaway aus. Alle nochmal mitmachen. Hashtag Asso in den Chat. YouTube-Kanal abonnieren. Like auf das Team da lassen. Und mir auf Insta folgen. Und ich lose jetzt aus. Gewonnen hat Fares Olig. Fares Olig, bitte schreib deinen Instagram-Namen in den Chat. Nein, das ist so unfair. Oh, Cristiano. Chris. Und geht nach Quidditch. Nein, oh, war aber auch schlecht. Ich konnte nicht noch länger selber zugucken. Ich musste auch mal selber die Hand anlegen an den Controller. Hast du Spaß bekommen, als du das gesehen hast, was ihr die gerade da fabriziert habt? Ja, das ist sehr spaßig aus. Sehr ehrlich, wie viel Bock macht Skill? Macht schon sehr Spaß, aber ich sag dir ehrlich, gegen gute Spieler
glaube ich, hat das nicht so krass viel Zukunft. Aber, ich komme fast nur so durch. Nur durch Skills. So, Fares, ich habe dein Insta. Perfekt, Mods. Jo, ihr habt's. Ah, ich komme gleich. Da. Oh mein Gott, Mbappé, du Knecht, was war das für ein schlechter Pass? Junge, ich hab jetzt erst gesehen, dein Clip mit der Halbzeit. Hast du gesehen? Ja. Sag ich doch, du hast mir doch nicht geglaubt, Digga. Das war bei dir im Stream. Ich dachte, es wäre wenigstens Nachspielzeit oder so. Nein, das war einfach 45, ja. Ich war im Fünfer. Ja, dann schon Skandal, wenn er so da weit vorne abweift. Stell dir vor, das ist so Weekend League irgendwie so. Keine Ahnung, richtig wichtigen Game. Das hat schon bei TikTok 80k oder so. Wir würden uns über TikTok-Views freuen. Ich bin jetzt schon zweitens qualifiziert. Zeig mal, Rio. Schöne Sache, Harry. Nicht so schöne Sache. Zeig mir mal, was du so drauf hast, Neymar. Neymarcito. Neymarcito. Mach mal noch den neuen Skill. Ich finde den nicht so gut. Sieht cool aus, aber ist nicht so effektiv. Ja, ich mach ihn auch nicht mehr so oft, aber trotzdem. Das ist nicht mehr geil. Ach, die schreiben jetzt alle in den Chat Harry Ferdinand. Weil ich meine, das ist sehr gut, Harry. Oh, Digga, das funktioniert. Ich hab auch ADHS irgendwie bekommen, weil das so Bock macht, Skin. Ja, doch, so stimmt. Ich hätte einfach schießen müssen, ohne Sinn. Ich werde so krass ein Gegentor gleich kassieren. Das macht so Bock. Er hat mich eingeschult. Er hat mich so gebumst. Guck dir mein Gegentor an. Aber es war safe nicht geplant. Das war safe. Niemals war das geplant. Junge, was war das denn? Der hat mich gerade wirklich aus... Aber das war safe nicht geplant, Chat. Du hast schon solche so Okocha-Tore und so kassiert. Arschlöcher. Krisch! Junge. 25 MS. Du hast zwar ADS, Junge, du meckerst mich immer ja, an. Ja, Digga, ich kann nichts. Guck mal, und jetzt kommt er, jetzt liege ich hier 2-1 hinten. Tower Join, hallo. Ja, ich bin in seinen Kopf drin. Du kannst dein Spielwitz nicht unterbinden, ne? Ja, das geht wirklich nicht. Aber das ist halt, du musst. Einfach. Oh mein Gott, er macht ein Eckentor mit Ronaldo. Du musst es halt organisiert bekommen, so eine Mischung zu bekommen. Also so eine Mischung irgendwie. Oh. Na, kann nicht passen. Wenn ich ernst spiele, dann skill ich gar nicht mehr auf einmal. Aber diese Skills sind halt effektiv, Digga. Du musst die einsetzen, teilweise. Aber wenn ich so schwitzen will, so gegen richtig guten Gegner, auf einmal traue ich mich nicht mehr zu skillen. Ja, weil das auch einfacher zu verteidigen ist. Skills sind nicht mal so krass schwer zu verteidigen. Nein. 4 Millionen. Du hast dich schon bei 3 Millionen aufgeregt. Jetzt zahlt er heute 4 einfach auf den Tisch. Hat er dahin geholt. Jo, bin wieder da, Vera. Kommst mit. 4 Millionen. Hol. Was machst du jetzt hier? Hallo. Hallo. Aber mein Gegner bunkert nicht. Der macht einen sympathischen Eindruck. Ja, war auch cool von ihm, der Trick. Ja, war cool, Digga. Kriegt ein GG von mir.
Auch wenn der, glaube ich, nicht geplant war von Timo so. Aber das habt ihr das gesehen, Freunde. Der Mann macht eigentlich coole Sachen. Er versucht mich zu pressen. Und das ist zu krass. Konter sind viel zu stark. Leider. Ich werde da auch so krass noch zu beißen haben. Oh, du scheiß Schiedsrichter. Pelé ist krass. Pelé macht, ey, das macht übertrieben Bock mit Pelé zu skillen. Ja, ich wollte gerade fragen, wie ist Pelé? Der macht Spaß mit dem Mann zu skillen, auf jeden Fall. Fühlt er sich so an wie Neymar? Nee, ein bisschen anders, ein bisschen kräftiger. Nicht so wie eine Nudel. Der nudelt sich nicht so durch. Ja. Der boostet sich durch. Neymar oder Mbappé zuerst kaufen? Neymar, ja, würde ich auch sagen. Aber ich sag dir ehrlich, wenn man Mbappé im Sturm spielt, dann ist der auch richtig krass. Wir spielen ihn halt auf den Außen, da kommt er nicht so krass zur Geltung. Mhm. Jordan hat sich jetzt auch Pelé geholt. Ja, Pelé ist geil. Jordan hat davor fast seinen Verein gelöscht. Er war schon bei Code eingeben. Perfekt. Ohne Sinn. Zwei Minuten später wollte er aufladen, damit er sich R9 holen kann. Ach, die Schuss finden. Patrick, jetzt musst du zeigen, warum du 4 Millionen wert bist. Ja, nicht so. Ich gewinne jetzt ein paar Spiele, hab dann 2100 Skill-Rating. Ich war eigentlich schon Passweg drin, ne? Nein, Neymar. Neymar, sieh, du mach doch nicht so eine Scheiße, mein Freund. Schön da, Virgil. Kann man Ronaldo eigentlich anspielen mit so einem Flanken? Das war scheiße von Pelé. Ich hab nämlich früher gedrückt. Also kann man den. Ah, scheiß drauf. Hoch anspielen? Ja. Jetzt schön mal so? Ja, natürlich. Olle. Oh, Ronaldo, du Knechtgesicht. Auch ein Eckentor mit Ronaldo, bitte. Danke. Ey, ich mach keine Eckentore mit Ronaldo. Voll komisch. In Draft, du weißt nicht, wie schlimm das war. Oh mein Gott. Ich dachte, den habe ich schon drin gesehen. Ja, so krass ist es noch wieder nicht so. Ich fand das unglaublich. Eins von vier ist ja schon ein Quoteffekt. Wenn überhaupt. Das Ding ist, es ist kacke, wenn der Torwart rausholt, der Gegner. Ja. Was? Ey, das war so schön gemacht, Chat. Das war wunderschön gemacht. Ich hab gerade einen harten immer noch in der Hose nach dem Trick. Es war so schön getimed, Hilfe. Verschwitztes Spiel. Bei mir auch. Mein Gegner spielt einen guten Ball, muss ich sagen. Aber ich spiele gut, Chat, in meinen Augen. Also es ist nicht so wichtig, ob ihr gewinnt oder verliert in Division Rivals. Ihr müsst zufrieden mit euer Gameplay sein. In der Weekend League ist bitter, wenn ihr verliert, obwohl ihr besser wart oder so. Back dich durch. Foul? Nein, was? Oh mein Gott. Er läuft genau dann weg. Hm.
Eieiei. Cristiano. Oh, fast Eckentor. Gegen Pressing. Probieren wir Pressing nach Ballverlust aus. Ja, aber ich krieg schon so krass viele Konter. Ich krieg keine Konter so. Junge, weißt du, was bei mir teilweise abgeht? 90% meiner Gegentore sind Konter. Ich krieg deswegen ja keine Konter, weil die gar nicht rausspielen können. Richtig oft. Ah. Ecke? Oh, da haben wir doch Ronaldo. Ehre. Nach einer Ecke. Voll dumm, dass er überhaupt da zum Kopfball gekommen ist. Abseits? Halbzeit 0-0. Boah, ey. Oh. Nein! Nee, Herr Schiedsrichter. Guter Gegner. Mbappé? Hä, wie langsam? Kein Elfer? Gib mir Mbappé. Ich krieg den Spieler voll schlecht angewählt vor Lauf. Alter, ist ja komplett am Ende, Mbappé. GG's, der war gut, mein Gegner. 4-3 gewonnen. Hat aber echt gut gespielt, fand ich. Hat Spaß gemacht gegen den, weil wir beide nicht so eklig gespielt haben, sondern immer so nach vorne direkt. Warum steht da überhaupt immer Foodgründer? Kann mir das mal einer erklären? Steht's immer. Digga, ich hatte 73% Ballbesitz, aber ich hab nicht so, also ich hab nicht so gespielt. Naja, so ein Schwitzer. Ich schwöre, ich hab nicht so gespielt. Frag mein Chat, ich bin immer einfach nach vorne. Ich hab ihn halt immer gepresst, nachdem ich den Ball verloren habe. Ich meine das krass ernst. Ich hab nicht so hintenrum. Chat, hab ich nach hintenrum und sowas gespielt? Nein, hab ich nicht. Nesco Smesco mit einem Sub. Dankeschön für deinen Sub, mein Freund. Nesco Smesco. Was hat denn mein Gegner für Skillpunkte gerade gehabt? Das sieht man doch, oder? Gegnerischer Skillwert 1860. Okay. Hat aber gut gespielt. Vielleicht war das auch so seine ersten Games. Er hat ja auch Ronaldo und so. War echt gut. Hat mir Spaß gemacht, das Game. Videos verwalten. Noch 5 Follows, Freunde, dann haben wir 305.000. Also alle, die noch nicht geliked haben, lasst gerne alle, die noch keinen Follow da gelassen haben, noch 5 Follows, dann haben wir 305.000. Ich streame eigentlich fast jeden Tag mit Friede auch im Discord öfter, aber nicht immer. Ja. Zur Weekend League dann immer. Wir werden hier zusammen die Weekend League konsumieren und versuche euch so übers Jahr ein bisschen Tipps zu geben. Bin E-Sportler bei Hertha und Content Creator bei Hertha, beides. Die mich noch nicht kennen. Warum habe ich immer so hohe Millisekunden? Ich verstehe das nicht. Immer wenn ich streame, Mann. Mein Internet ist so Schmutz. Sechs Uhr aufstehen, Hilfe. Hast gebunkert. Ich habe gebunkert? Safe nicht. Ballbesitz, Öler. Nein.
Ich habe ganz normal gespielt, ihr habt es ja gesehen. Ich habe einfach immer, achtet mal drauf, dass, wenn ich den Ball verliere, presse ich ihn direkt. Also nicht mal mit Teampressing, sondern manuell versuche ich das zu machen. Digga, was sind das für Teams? Ich spiele schon wieder gegen Ronaldo. Früher, das war voll besonders, wenn du Cristiano Ronaldo hattest. Digga, mittlerweile hat jeder Schwanz Ronaldo. Eine Woche nach Release. So schlimm. Bob, der Baumeister mit 1,86, wie kann man seine Spiele selbst steuern? Ihr drückt, das ist aber nicht einfach, Freunde, ihr drückt L3 und R3 gleichzeitig und dann müsst ihr den Spieler auswählen, den ihr steuern wollt mit dem rechten Stick. Das, und dann, das ist nicht so, ich kann es selber noch nicht. Guck, ich mache jetzt so und jetzt drücke ich nach oben und jetzt steuere ich Mendy. Und wenn ich jetzt auf Kreis drücke, dann spielt er mich halt an, Leute. Das, und du musst, entweder wird der Ball, wird der Spieler angewählt, entweder... Das wird beendet, indem du den Spieler anspielst, den du angewählt hast. Und wenn der nicht den Ball bekommt, musst du erst wieder L3 und R3 drücken. Dann ist die Kontrolle. Dann hast du erst wieder die Kontrolle. Also man muss echt ein paar Sachen machen. Das ist nicht so einfach. Oh, Patrick, lass das da vorne, mein Freund. Aber guck mal, das nervt mich, wie man, wenn man mich nicht anschaut. Leute, holt euch alle Adrian Tor. 76er, bester Mann. Jo. Scheiß auf Alisson. Wahrscheinlich. Ja, ich musste das. Ich hätte chippen sollen gerade. Wie viel kostet Alisson? Weiß ich gar nicht. Das war nicht so gut, Pelé, mein Freund. I know, no, no. Krisch. Krisch. No, abseits. Nein, was? Ey, Ronaldo, das war so ein einfacher Pass, du Knecht. Ich hätte da L1 drücken sollen, aber trotzdem, ich dachte, Digga, der stand, der hatte so viel Zeit, der dachte, der Mann bekommt den Ball darüber. Hm. Er will safe nur Ronaldo anspielen, jo, und kriegt sogar gebacken. Oh mein Gott. Ich wusste die ganze Zeit, was er macht und dann... Ach du Knecht, ich gewinne gegen dich, mein Freund. Mach keinen, du brauchst keinen Schubel, mein Freund. Und das nervt mich, wenn du wegdrücken kannst und er aber nicht wegdrückt. Und das ist die beste Erfindung seit langem. Du kannst den Torjubel... Guck mal, er kann nichts machen, er kann sich nochmal angucken. Das ist mit das Beste, was EA so gemacht hat. Junge, wie Kanté Hacke zu Hacke macht. Ja, lass mal den Typen. Warum, hä? Lass den Mann in Ruhe. Was ist ein Ballverlauf? Achso. Ich hab auch gerade keinen Tee, aber ganz schön unauffällig irgendwie. Für wen? Kein Tee. Ja, für wen? Nein, ich hab. Also für Sissoko hab ich ihn gut. Ja, okay, aber das ist ja safe besser. Ja, scheiße. Ich glaube, Kutschi Doppel-6, dann und Pogba ins Geld. Schießt der wirklich? Mann, Pelé. Ich mach extra diesen dollen Pass. Warum kommt der Drecksbein nicht an? Der war nicht gut, der Pass. Zumindest man geht halt 2087. 2087 Skillpunkte? Hilfe. Alles über 2000 ist verschwitzt. Ist halt schwer, so 2-1 zu halten, ne?
mal Statistiken an. Du hast ja nur 69 Spiele, 108 Tore. Neymar 69 Spiele, 94 Tore. So. Koray hat 2303, perfekt. Dieser Top 100 Koray. Oh mein Gott! Ja, ey, wie. Ich hätte in die lange Ecke schießen müssen, aber ich wollte einfach auf sicher gehen. Guck mal bitte. Ich hab gesehen. Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Du musst immer wegspielen von den Gegnern. Ja, aber das ist an sich war das gut gemacht, weil du auf Nummer sicher gehen willst. Finn, scheiß Deutscher. Ich hab 2303, was? Der ist bei mir im Chat gerade, den du gesagt hast. Ich weiß, hab schon gerade gesagt. Digga, was babbelst du da? Du hast 2303. Wer hat dich denn verarscht, Junge? Leonard Fosser mit einem. Aber spielst du auch gegen Leute, die so die ganze Zeit, dein Ernst, Finn. Finn. Spielst du auch gegen Leute, die so deine Skillpunkte haben? Ich finde das Gameplay so krass kacke. Ja, also, ich weiß nicht, Freunde, vorhin, als ich gespielt habe, ich fand das Gameplay auch richtig schlimm. Food Draft vorhin, so um 17 Uhr. Es ist wieder so, dass die haben es leider nicht hinbekommen, dass das Gameplay einheitlich ist. Das haben die leider wieder nicht hinbekommen. Ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe 1900, was denkst du, hol ich erste WL? Boah, ich kann es gar nicht einschätzen, Digga. Ich glaube, so alle, die schon so Division 1 sind, die werden schon ihre Gold 1 holen. Würde ich mal. Weil ich kann es nicht einschätzen, Chat. Real Talk. Mein Junge, ich presse den Knechten. Perfekt. Oh nö, er hat Ronaldo Ecke, das ist immer problematisch. Torwart schnell raus. Nur auf Ronaldo. Was eine Sahneflanke von Neymar. Gameplay wieder so unterschiedlich. Ja, plus 1. Das ist leider sehr nervig. Das ist so nervig. Man kann halt leider wieder nicht sich so drauf verlassen. Ich brauche einen Account, wo ich teste, wie das Gameplay ist. Das brauche ich. Schau mal bitte, seine Insta-Stories im Stream. Was hat er gemacht? Was hat der Mann schon wieder? Was hat der Kollege Schnürschuh? Lohnt es sich, das anzugucken? Warte. Was habe ich gesagt? Vor der ersten 21 Week nicht. Geht der Tisch durch? Ja, hier. So Leute, was ihr jetzt sehen werdet, bitte guckt zum Schluss bis zum Ende. Sowas habe ich noch nie erlebt in ganz FIFA. Bitte guckt sofort hin. Also, wir haben die 90. Minute, Nachspielzeit plus 1. Wir haben hier Mbappé, der schießt aufs Tor, bam. Also, der Gegner führt 1-0. Ich will das 1-1 machen. Schuss. Ronaldo ist nicht im Abseits, der kriegt gleich den Ball. Der Einzige, der im Abseits ist... Ja, wir gucken uns gleich zusammen streamen. ja. Alleine schon wieder sein Gesicht, wie rot er schon wieder war, weil man so aggro ist. Ich kenne das aber, Chat. Wenn dieses Spiel das kann einen wirklich so verrückt machen. Das ist wirklich so. Oh mein Gott, Kanté, du Knecht. Ich
würde so gerne Hullet haben, aber 6 Millionen kannst du nicht machen, Digga. Boah, Adrian! 7 Millionen sogar. Dick. Ah, 7,5 Millionen kostet der sogar. Ja. Guter Pass, Ferdinand. Mann. Ferdinand, du bist doch ein Knecht. Guck mal meinen Gegner an. Er wollte dabben, das ist nämlich der neue Jubel für Dab. Okay, chill mal dein Leben. Lauf, Neymar. Gut, Kante. Auch mal loben den Mann. Ey, irgendwas ist hier gerade faul. Ich mein's krass ernst. Ich hab nicht mal dahin gespielt, als ich zu Kante gespielt habe. Guckt euch das Tor an. Oh mein Gott. Gott. Also, guck mal, wie er sich durchsetzt. Ja, hier sieht man schon, gegen Schwitzer ist immer schwer irgendwie. Ey, Digga, ich schwöre, die bewegen sich wieder alle wie Knechtkinder. Wie klein, habt ihr das mit Neymar gerade gesehen? Ihr wisst ja nicht, was ich so wann drücke. Digga, ich krieg nicht mal eine scheiß Ecke. Mit Flanken. Oh. Digga, ist so ein Opfer der Gegner, ich schwöre. So ein Opfer. So ein Knecht. Meine scheiß Dreckspieler lassen schon wieder. Mann, bin ich aggro, weil man schon wieder nicht so ein Gameplay hat wie vorhin. Das Spiel hat gutes Rage-Potenzial. Ja, so die sind halt leider wieder. Ich habe das aber schon vorher gesagt. Sehr variabel das Gameplay. Keine Eckengegentor.
Richard? Oh mein Gott. Ein frischer Leroy Sané, ey. Und das wusste ich den Part. Oh, bin ich schon wieder aggro gerade. No. Virgil und Varane sind geil. Beide. Mann, ich schwöre es nicht. Die Knechte lassen sich schon wieder steuern wie kleine Mistkinder. Jetzt kriege ich... Nee, ich verliere das nicht. Doch, ich verliere das. Mann, unentschieden. Der Schiedsrichter hat eine Idee. Nee, hat er nicht. Knecht-Gegner. Der hat richtig provoziert gespielt, der Pisser. Und meine Gegner... okay. Warte. Meine Spieler lassen sich nicht vernünftig bewegen wie in den ersten Spielen. Lerno mit 5 Euro. Mein Freund Merlin ist 18 geworden. Kannst du den Erkauf grüßen? Der feiert dich unnormal wuselig. Merlin, alles Gute zum 18. Geburtstag, mein Freund. Alles Gute zum 18. Eli, wird dein Bruder auch in der Instagram? Nee. Mehmet mit einem Follow. Jinling mit einem Follow. Ghost Ibrahim mit einem Follow. Leonard Forsa mit einem Sub. Hey Eli, vor circa 3 Stunden habe ich erfahren, dass mein... Bart Simpson, mein Beileid, aber der hatte 1912 Skillpunkte, Digga. Du bist scheiße gewesen, Bart Simpson. Wie viele? Das war ein VIP von dir, Digga. Ich glaube nicht, dass es ein VIP war. Und wenn, dann soll er nicht mehr VIP sein, weil er gespielt hat wie ein Knecht, richtig provozierend. Er wollte den Depp drücken, hat aber nicht gemacht. Nee, Story. Warte. Ich find's aber lustig, wie er aussieht, wenn er richtig aggro ist, weil dann ist er aber so rot. Die Zeit vorbei und jetzt. So, Leute. Was habe ich gesagt? Vor der ersten 21 Weekend League geht der Tisch durch. Ja, hier, Tisch ist durch, Alter. Leck mein Arsch, ey. Scheiße hier, Kacke hier. Ey. Guckt euch das an. Ganzer Tisch durch, ja. Ach so. So, Leute, was ihr jetzt sehen werdet, bitte guckt zum Schluss bis zum Ende. So was habe ich noch nie erlebt in ganz FIFA. Bitte guckt sofort hin. Also, wir haben die 90. Minute, Nachspielzeit plus 1. Wir haben hier Mbappé, der schießt aufs Tor, bam. Also, der Gegner führt 1-0. Ich will das 1-1 machen. Schuss! Ronaldo ist nicht im Abseits, der kriegt gleich den Ball. Der Einzige, der im Abseits ist, wäre der hier. So. Warum schreit der immer? So, jetzt passt auf. Ronaldo kriegt den Ball, nimmt ihn an. Nachspielzeit ist vorbei. So, er hat den Ball, ich passe in die Mitte. Sicheres Tor, ich ziele auf die kurze Ecke. Nachspielzeit vorbei. Und jetzt, ich schieße. Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. Im 16er des Gegners. So was habe ich noch nie erlebt. Genau vor meinem Schuss. Guck mal hier, ich drück Kreis, genau jetzt. Ronaldo holt Schwung. Und auf einmal steht er da wie eingefroren. So, 45. plus 1. Das nächste Desaster ist am Start. Guck mal hier, ihr seht die Situation. Vor dem Tor, ich drücke Dreieck, R9 steht da. Der wird den sicher verwandeln. So, was passiert? Ja. Schon wieder? Guter Pass, oder? Guck mal hier, dieser Pass. Ja. Ich drücke jetzt Dreieck. Guck da, die Anzeige. Zack, wie ich aufgeladen habe. Habt ihr gesehen? Ich hab drauf gedrückt. Guckt euch an. Und R9 muss dann dahin laufen und der ganze Angriff war für den Arsch. Digga, das ist wirklich... Eli hat mehr Skimpunkte als du. Was ist da los? Jokes, du kleiner Hater. Das liegt daran, weil ich gerade erst angefangen habe, Division Rivals zu spielen. Das ist da los. Ich bin weggebannt. Was hat er geschrieben? Was hat er geschrieben? War das wirklich ein Sub von mir, Digga? Dann ist Knecht. Wieso spielt er nicht ganz normal? Scheiß Knecht, warum will er deppen? Warum will er deppen und warum macht er so einen auch provokant? Deppen. Ist mir auch passiert. Digga, die Schiedsrichter, die pfeifen. Freunde, guckt euch meine Insta-Story an. Bei mir ist es auch so. Also nicht so krass, aber bei mir stand ich auch mit Dembélé irgendwie 7 Meter vorm Tor.
sicheres Tor und der Schiedsrichter pfeift einfach ab. Ihn hat es gar nicht interessiert. Er hat geschrieben, dass du schlecht bist. Na, halt's Maul, Digga, so ein Knechtgesicht. Ich würde den so gerne weg. Oh, scheiß Hater. Gib mir den Ball, gib mir den Ball. Die Schiedsrichter sind echt komplett lost, Freunde. 3-0 verloren. 3-0? Gegen? Ja. Gucken, wie viele Punkte der hatte. Oh mein Gott. Eli, mein FIFA 21 Video hat 873. Lol. Das kommt auf 1 Million. Das kommt auf 1 Million für so einen Schmutz. So schnell geschaltet hast du da. Ohne Sinn. Oh, ich hab 1 Million Likes auf TikTok. Ist cool. Wie viele Follows? 71. Ivo Bendowski, danke schön für den Assos-Sub, mein Freund. Lasse mit 1 Euro. Kuss geht raus. Warum wollte er. Ich weiß nicht, mein Freund. I don't know. DSC73 mit 1 Follow und das denn auch mit 1 Follow. Kuss geht raus für die Follows, Freunde. 305.000 Abonnenten haben wir in den Stream geknackt, Leute. Kuss geht auf jeden Fall raus. Vielen Dank für den Support. Und da. Achso. Gib mir den Ball, thank you EA Sports, Vancouver, Canada. Was hat denn mein Gegner eigentlich für ein Team? Son und Ra? Ich weiß nicht. Rivals so verschwätzt. Ja, in den oberen. Digga, aber spielt ja dann irgendwann keiner mehr Rivals. Ich habe jetzt schon 40 Spiele diese Woche. Ohne Sinn. Einfach nur so die 10 Spiele gemacht. 30 stehen ja nur. Trainieren. Besser werden. Eigentlich will ich nur 100 KPEG. Noch 8 Siege, dann hab ich 100 KPEG. Geile Grätsche von Mondi. Hacke. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sowas Ronaldo einkommt. Einfach jeder hat die gleiche Abwehr-Idee. Immer Mondi, Varane, Van Dijk, Semedo und Dings Alisson. Ich hab die auch. Ich weiß, jeder. Wir haben schon mal auf Training gehört. Morgen ist Mittwoch. Ah, da geht noch was. Was? Jo, wahrscheinlich. Was mich halt in dem Game ein bisschen nervt, ist es leicht, den Ball hochzuhalten. Ist dir das mal aufgefallen, wenn du den Ball verlierst, du siehst den erstmal ganz lange nicht mehr. Junge, man kann ab 85 so einfach die Zeit runter. Mit einem Ballbesitz. Das geht so schnell irgendwie. Er hat Richard. Mann, ich spiele Vieira in den verfickten Drecksfuß. Spielst du. Ich probier mal wieder Raute.
Könnte riskant werden, wird riskant. Oh nee, da. Achso. Auch jetzt ist sogar Luca mit einem Follow. Dankeschön, Luca, für den Follow. Ich versuche mal was. Hannes, danke auch dir für den Euro. Hast du schon das Interview von Willi gesehen? Ja. Hilfe, Eli, du hast ja schon wieder 5.000 Follower gemacht. Was in so kurzer Zeit? Ja, Freunde, das ist krass. Wir hatten vorgestern oder so, haben wir die 300.000 geknackt. Jetzt haben wir schon 305.000. No, no, no. Ich glaube, am Wochenende zeigen sich deine Nachbarn an. Freunde, ich überlege, bei Hertha zu spielen. Und da. Weil, Digga, Frieda, das ist wirklich auf dem Stand oder? Mittlerweile. Wenn ich hier rumschreie, die rasieren mich. Ich wäre so gerne auch da. Stefan Weekend League Stream zusammen. Erste Weekend League. Junge. Ja. Das war so ein gutes Setup, das hat mir so gefallen. I know, no, no. Irgendwie sind die Spieler gerade echt kacke alle. Also sie steuern sich echt scheiße. Mach Wandisolation. Freunde, das bringt nichts, weil das direkt neben mir ist, deren Zimmer. Das ist direkt neben mir, ist das Problem. Mein Gegner hat null mal aufs Tor geschossen, ein Deutscher mal wieder. Tuss München. Perfekt. Deswegen maybe umziehen. Ja, auch, Freunde. Ich muss irgendwann mal ausziehen. Irgendwann muss ich ausziehen. Da. Ist dir aufgefallen, dass die Roulette geändert haben? Ja, haben sie. Ganz kurz, Freunde, da habt ihr das gesehen, wie sich Ronaldo gerade gedreht hat? Hat man das gesehen, maybe? Das fühlt sich schon wieder anders an. Ist das hier jetzt schon veröd, ey? Back, open the front. Ronaldo, bra. Junge, ich fühle mich hier gerade, weiß ich nicht. Also? Oh oh. Als wenn ich mit FFWC oder so, so verölt ist es hier. Mhm. Ist echt schlimm. Wart ab, bis du drin eins bist.
Da 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 da. Ich habe mir überlegt, so eine Tapete über. Das bringt nichts, Freunde. Vertrauen Sie mir. Das ist so alles hier eng beieinander. Sind wir hier in FIFA 20? Ich kann nicht mehr tricksen, weil der mich nicht angreift. Er stellt einfach nur zu. Patrick. Oh, 1-0, 73. Minute. Ich glaube, drei Schüsse insgesamt in dem Game aufs Spiel, im Spiel. Aufs so Tor. Nein, aber er ist nicht mal gut. Er stellt einfach nur. Ich habe ja gesagt, Freunde, dieses Verteidigen ist wieder sehr einfach. Außer halt die Konter, die sind. Der Typ hat einmal aufs Tor geschossen gegen mich. Oh nö. Oh mein Gott. 1-1, ich schwöre. Ich war da. Ferdinand. Ja. Halt ab an Adama. Mann, Digga, was ist hier los, Mann? Oh mein, oh mein. Nicht. Krisch! Yes! Gedreht. Eli, wenn du rollst dann atme ein, dann ist es Helium ein, dann ist es nicht so hart. Doch, ist auch dann hart. Das Problem ist, der ist nicht mal gut. Der hat halt. Der stellt sich halt hinten rein. Die ganze Zeit einfach nur. Und dieses hinten reinstellen, Freunde, das ist wirklich nicht schwer. Wenn der einmal, Digga, wenn der einmal nach vorne geht, ist der direkt schlecht gewesen. Skillpunkt. Scheiß drauf. Offiziell RDW mit einem mit 2 Euro. Was hast du für deine Nano-Leafs gezahlt? Ich weiß nicht, also 4, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube 4 kosten irgendwie 40 Euro. Irgendwie sowas. Der Jonas mit 1 Euro. Klar mal, ich grüße dich. Und will mir unbedingt 3 Shirts holen, aber bekomme erst nächste Woche Geld. PS, unser Libero hat Chimichum da ganz unten. Bist der Beste. Dankeschön, mein Freund. Dankeschön.
Nein, steht unser Libero Hachi bei Jonah ganz unten. Krisch. Ich weiß, Freunde. Krisch hat Corona. Ich hab das mitbekommen. Krisch Hattrick, let's go. Eli Geller Cup, Freunde, wir sind uns nicht mal sicher, ob das Ding stattfinden kann. Wegen halt Corona und Berlin hier momentan echt. Da geht's hier gerade drunter und drüber. Erik Cantona Leihkarte. Perfekt. War heute auf gar keinen Fall das Hauptthema bei Sit im Stream. Digga, da war das einfach die ganze Zeit. Sehr links für den Trick mit Standing Fake Shot und dann La Cuqueta. Kein Ding, mein Freund. Mich nervt, dass ich wirklich so wenig Eckentore gerade mache. Da haben wir's. Oh! Ecke? Ja, ich dachte, der kommt raus mit seinem Tower, deswegen habe ich die da hingekloppt. Der geht rein, der geht safe rein. Boah! Junge, ich mache keine Eckentore, ich schwör's euch. Ich bring die sogar ganz gut rein. Der ist super. Er gewinnt das Kopfballduell nicht bei mir, Frieder. CR7 gewinnt das Kopfballduell bei mir nicht. Nein. Guter Ball, der Pelé. Auf den zweiten. Super Ball, wenn der nicht reingeht. Mit dem Kopf, CR7. Nicht mit deinem Fuß. Oh mein Gott! So schlecht gemacht, Mann. So, ich habe Pelé die Chance gegeben mit den Ecken. Ich lasse jetzt in Zukunft Neymar treten. Digga! Was geht da eigentlich in seinen Strafraum ab? Da wird immer alles. 3-2, ich war hier 4. Lol. Da wird immer alles geblockt, Chat. Oh mein Gott. Ist das unverdient? Ist das unverdient? Wie lange machst du noch? Ich weiß noch nicht. Tauscht dein CR7 gegen einen neuen. Der ist sicher defekt. Habt ihr das gesehen? Hat der Engine drauf. Ich schwöre, ich muss hier eigentlich 3-4-0 führen. Er bringt so eine random Flanke rein. Guck mal, da hinten Pelé. Nee. Oh mein Gott. Was macht mein Gegner eigentlich? Junge, mein Ronaldo ist der schlechteste Spieler. Ich lüge nicht, guckt euch mal an, wie der rasiert wird hier gerade.
Ich bin so krass auf die Statistik gespannt. Marco, Manus mit dem Follow, Topflop mit dem Follow, die unsympathische Nummer 4 mit 5 Euro. Dankeschön. I love you, thanks. Official RDW mit 2 Euro, habe ich vorgelesen. Dennis Laser mit einem Sub, dankeschön für den Sub. Krisch hat Corona, ja, Freunde, vielleicht. Weiß auch nicht. Schon wieder ein Deutscher, ne? Kero Flex mit Salam im heißt sein Team. Und AB hat er als Abkürzung. Junge, hätten die den auch wieder abgeblockt, da wäre aber die Anzeige draußen gewesen. Na, jetzt spielt Neymar. Bitte, was war das denn für eine Grinche? Boah, ah, die Grinche. Guck mal, danach kann TS Dribbling. Ja, du hast LNZ. Ja, ja. Trotzdem. Ich dachte, ich kann mal was mit dem Mann versuchen. Mann, Junge, ich höre. Wenn du da so ein Poggi, dann fühlst du dich auch ganz anders. Gut gesehen, Herr Schiedsrichter. Gut gesehen, Herr Schiedsrichter. Wenn man nervös. Seifer mit 2 Euro. Kann man Mod bei dir werden? Du Knecht? Momentan nicht, my friend. Momentan geht das nicht. Ich habe genug Mods. Wir hatten das erste Tor beim Neymar. Oh oh, Adama. Bup. Das ist halt scheiße bei Adama Traoré, der kann nicht dribbeln. Die Bälle muss Kanté holen. Also bis jetzt holt mich Kanté auf keinen Fall ab und da kriegst du auch direkt das 2-2, zweiter Chance, weil Kanté super Bein nicht erobert. Ich finde den auch nicht gut. Also er erobert diesen Drecksbein nicht, er war so frei. Ich habe einfach ein ganz normales Tackling gemacht, er kommt zweimal vors Tor. Also, er würde ja auffallen, wenn er Bälle erobert. Oh mein Gott, hä? Oh Gott, ey. Ich finde Alan besser, ja. Kann man mal überlegen. Pogba, Junge. Aber Alan sah auch stabil aus gegen mich immer. Kann auch was an der Pille. Kann Alan was an der Pille? Ja, aber warum nicht Pogba? Der ist auch defensiv gut. Geht so, Digga, der hat nur 65 verteidigen oder so. 68, aber er hat lange gegriffen. Ausgeglichenes Spiel, ja. Döp, döp. Pogba safe besser. Ja, wir gucken uns das noch ein bisschen an. Das Gameplay ist gerade nicht so gut, deswegen gebe ich Kanté noch eine Chance. Mann, ey, wieso ist die FIFA-Community so eine Ratten-Community? Mann. So eine geile... So ein geiles Foul gerade schon wieder gewesen von dem.
Hä? Achso. Tor. Oh, ich dachte, der geht rein. Ich dachte, der schießt den viel besser. Na, fresh. Elfmeter. Du darfst ja nicht rangehen. Chris, ich hab das Ding in der Mitte, Junge. Wie immer. Chris! Hä? Habt ihr das gesehen? Warum hat er... Nicht mal, dass er nicht reingegangen ist? Oh, oh. Das war nicht mal das Schlimme, sondern wie er diesen komischen... Warum hat er denn so dumm gelüpft? Die Anzeige wäre raus und ich hätte sie persönlich geschrieben. Seht ihr mit 2 Euro, denkst du, es hat einen großen Puller? Ich habe ihn leider schon das ein oder andere Mal gesehen, leider. Ungewollt. Ungewollt gesehen. Jubel mit 5 Euro, will mal runter vom Vogel, das Horrorfilm, hätte ich mal Dinge. Lol. Oh oh, weil ich im Chat geguckt habe, wegen dir, ich schwöre, wegen dir wäre das reingegangen. Danke für den Fünfer, mein Freund, wer bist du denn? Ich hab bei Wayne Dreher. Was ist? Im Strafraum. Schuss findet den Stand zu Anna. Dann. La Croqueta. Im Strafraum, der Mann war überfordert. Die Bannendame MAP. Der Trick da, Elidera. Danke. Dennis. Ich Freunde, ich bin selber noch am rumtesten, wie ich spiele. Ich hab doch gesagt, Linkshit. Dein Ronaldo ist kaputt, glaub wirklich, ja. Pelé overrated. Nee, Freunde. Bis jetzt macht er einen guten Eindruck, finde ich sogar, Pelé. Tag zusammen, Tag. 17.000 Zuschauer, yes, wir sind 17.000 Zuschauer. Wir waren vorhin 24.000 oder so, glaube ich. Bei dem EA Sports Vancouver Canada Game. Junge, das war eigentlich so alt. Hab ich mich da. Holt den Ball. Der hat Pelé mal den Ball reingeschossen nochmal. Junge. Mann, ey, Chat, es liegt nicht an den Spielern. Die kommen nicht aus dem Arsch. Auf einmal. Mondi ist so ein unangenehmer LV, Digga. Ja, mit dem hat man die ganze Zeit keinen Bock zu spielen. Genau, das ist gut. Viel besser als Theo Hernandez. Semedo ist auch geil. Ja. Ich finde Mbappé, ich spiele gerade im Sturm. Ganz gut. Ja. Mein CR7 macht echt nur Scheiße gerade. Ich brauche nach dem Stream Anruf wegen Elevate. Okay. Leute, wir sind da weiter dran am Fassen. Digga, woher hat er das gewusst?
Der Rex-Game. Wir spielen bis Division 1, Freunde, bis wir Division 1 sind. Gefühlt alle außer Bayern, was meinst du? Cristiano. Ja, ist echt komisch, ne? Dass der sich so komisch spielen lässt. Perfekt. Er hat vorhin anders geraged, ich hab's schon mitbekommen. Aber ist auch, also die Schiedsrichter, es gibt halt ein paar Dinger, die sind echt krass verbuggt. Hä? War das im Stream? Ja. Let's go, Adrian. Krüsch. Heißt einer im Chat, der hat einen kleinen. Der ist sogar satt. Scheiße. Sydney hat einen kleinen, sehr gut. Ferien. Seine Freundin safe gewonnen, nachher die halt zu doll weggeballert. Ja. Boah, wir haben aber alles gewonnen, außer einmal unentschieden, ne? Digga, dieses Unentschieden war so los. Das Nervige ist, dass halt irgendwie, ja, jeder dieses Kackspiel kann. Hast du Geburtstag? Juno350, Justus Lang. Ist ja, was soll ich sagen? Ach ja. Selim mit 2 Euro. Was heißt hier aus Versehen? Selim wieder mit 2 Euro. Denkst du, Sitter hat einen großen Pull? Habe ich vorgelesen. Safia mit 2 Euro. Kann man Mod bei dir? Habe ich auch vorgelesen. Manos mit einem Follow. Emil mit einem Follow. Kevin Ecker. Danke für die Follows, Freunde. Kuss geht raus. Auf jeglicher Plattform. Wusstet ihr, dass wir alle zusammen bitte Division 1 jetzt. Ich glaube, wir sind Division 1. Ich glaube, ja, wollte ich wirklich gerade sagen. Wusstet ihr, dass wir, wenn wir alle woher wusstest du das? Keine Ahnung, hast du letztens schon mal gesagt. Wenn wir alle Kanäle zusammenzählen, sind wir fast eine Million Abonnenten. Wir sind, ist das Division 1, ja, ne? 1900 Skillpunkte? Sollte es nicht Division 1 sein? Ja. Ja. Guck mal, wie schnell du da bist. Einfach, du hast drei Stunden gespielt. 50.000 Münzen, lol. Ja. Du hast 3 Stunden gespielt, du bist Division 1. Okay, ein Game machen wir noch in Division 1, auch wenn das Gameplay gerade scheiße ist. Achso. Bananen, Kiffer HD mit einem Sub. Dankeschön für den Sub, Freunde. Was soll ich schon gerade sagen? Achso, Vera bis jetzt? Gut, defensiv auf jeden Fall. Wie ist Annabelle? Nicht so gut. Nicht so gut. Sehr unbeweglich, ja. Obwohl es geht. Ich sag dir ehrlich, die ersten Games gingen klar. Irgendwie seit 2 Spielen fühlt sich das alles so kacke wieder mal an. Latenz, perfekt, wurde mir nicht angezeigt. Freunde, macht ihr nochmal alle Welle. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, gerne den Follow-Button drücken. Ist umsonst. Und 15.000 Likes wäre auch Ehre, wenn wir das knacken. Dazu fehlen 400. Wir haben 50 neue Subs. Wir haben 200 Euro gespendet bekommen, 16, waren im Schnitt, glaube ich, immer so 15, 20.000 Zuschauer. Dankeschön für den Support. Kili, oh mein Gott, wo schießt du hin? Bester Skill-Move dieses Jahr. Bester Skill-Move dieses Jahr ist... Digga, ist das Mörser? Oder spielt er auf Xbox? Adonio. Ne. Bester Skill-Move ist, denke ich, die Schussfinden wieder. Die eine Schussfinte ist krass OP, Elastikos sind krass OP und Lacuketta sind auch wieder gut. Ja. Ja. Skill macht auch Spaß, wenn es alles flüssig ist, macht Skill sehr viel Spaß. Die leben das voll schnell alles an. Gott. Aber wisst ihr, was mir fehlt, Freunde? So ein Modus, wo man einfach mal entspannt ein bisschen mit seinem Team zocken kann. Ein bisschen rumskillen kann. Das gibt's halt leider. In Division Rivals, Digga, musst du halt so um dein Leben ölen.
What in the fuck? Das meine ich beim 4-2-3-1-Digger. Wo sind denn meine ganzen Spieler? Die sind so weit weg von mir. Achso. Oh mein Gott, ich wusste, dass er den Ball spielt. Yes! 90-3-2. Ey, mach dich doof. Dein Tor, Hakimi. Ey, Kanté ist... Ich glaube, Pogba ist richtig geil. Der ist lang, er ist verwuselt trotzdem. Pogba ist doch nicht wuselig, Digga. Doch, 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 doch. Zocker hat mich abgefuckt. Der war am Ball so wie Vera Bös. Bestimmt ein bisschen besser sogar. Guck mal, ich wähle Neymar aus und es macht dann. Hat Ronaldo die Ecke gemacht. Das ist mir vorhin schon aufgefallen, hä? Ich war noch ein Spiel. Meine Jungs! Oh mein Gott! Einfach meine Spieler, was machen die da? Ronaldo nimmt einfach den Ball ab. Ey, ich schwöre, Ronaldo macht das so oft, er gönnt keine Tore. Ja, ich schwöre, er läuft einfach, er hat gerade einfach beleidigt den Ball abgenommen. Ja, wenn der macht, das auch immer. Nichts, Gönner. Oh mein, oh mein, nein. Weißt du, was mich auch bei Kanté leider stört? Der hat so kleine Beine. Ja, man braucht lange Gräben. Wirklich geil, ja. Einfach, die kriegen so Animationen manchmal. Bauen. Mann, Digga, die spielen irgendwie alle gerade wie in FIFA 20. Die bunkern bei mir so heftig. Elva? Ich wollte schon sagen. Die bunkern so krass alle. Pogba ist echt krass, Eli. Dann werde ich den Mann mal testen, Digga. Weil Kanté macht bei mir, also offensiv ist es voll krass, wie viel Scheiße der Bann macht. Der hat nicht mal schlechte Dribblingwerte, aber irgendwie lässt sich das so scheiße ja, steuern. Lass sogar durchgehen, Pogba und Vera. Das lässt du durchgehen. Kriegst ein Go. Zwei Defensive, Junge, das kannst du echt. Zwei Häuser. Also. Also alle haben Varan. Das ist immer safe. Van Dijk ist auch krank. Weiß immer noch nicht, wer besser ist. Er macht keine schlechte Aktion von Varan. 70 Spiele oder so. Hattest du davor nicht Varan? Hm? Hattest du davor nicht Varan? 70 Spiele schon. Achso, 70. Ich hab Van Dijk 9. Mondi, Varan, der ist echt so. Mondi, Varan, Van Dijk, Tomedo, Alexandra. Immer dieser Superlink, Mondi, Varan. Ja, Mann, Digga, das ist ja auch gestört. Was haben die da getan? Du brauchst einfach keinen anderen Link mehr. Mich fuckt gerade krass ab, dass ich keine Eckentore mache. Ich sag dir so, wie es ist. Ich habe erst ein Eckentor gemacht. Ich hatte schon echt viele Ecken. Ever? Schießt du immer in die Mitte? Nee. Kommt immer so ein bisschen auf Gefühl, was der Torwart da vorher für eine Scheiße auch macht. Aber Elfer, Freunde, da würde ich mir, da würde ich nichts abgucken bei den Elfern. Ist Quatsch mit Soße. Ist echt Quatsch mit Soße. Noch schlimmere macht Willi.
Was macht Willi? Junge, du weißt, er lädt Trichter auf. Achso. Ja, stimmt. Willi macht ganz, ganz verrückte Sachen bei den Elfern. Ey, ist dir aufgefallen, dass ein Spieler so lange immer verletzt ist? Nee. Dieses Verletzungszeichen? Nee. Ja, bis zum Ende des Spiels, oder nicht? Nein. Hä, bist du lost? Dann kannst du hier Pelé Verletzung und dann irgendwann ging das immer weg früher. Aber das dauert dieses FIFA voll lange. Eins in den Chat, wenn ich recht habe. Okay. Oh oh. Guck mal, das ist halt, irgendwie ist es so einfach, wenn du dich nicht hinten reinbunkerst. Ich muss mir da halb meine Niere verkaufen gehen, damit ich eine Torschance oder da alles frei ist. Das ist wie in FIFA 20 leider. Es ist voll einfach zu verteidigen, wenn du bunkerst. Verletzungen so krass unnötig in Ultimate Team plus 1. Hä, warum nur? Was seid ihr denn für Knechte? Oder ich weiß, ich hab vergessen, was ich gesagt habe. Ronaldo, 3 Schüsse, 3 Tore. Also Ronaldo, Freunde, macht echt einen guten Eindruck bis jetzt, muss ich ganz klar sagen. Quirlig im Angriff. Macht einen sehr guten Eindruck, Grille. Pattmusik mit 2 Euro. Hi, habt da eine Frage. Allen oder Kanté? Perfekt. Weiß ich nicht. Ich hatte Allen noch nicht. Kanté überzeugt mich nicht so, um ehrlich zu sein, momentan. Pascalo 25, der No-Name, A nichts und M Hule mit einem Follow. Elis Schwanzverlängerung mit einem Sub. Marc mit einem Follow, Florian Kühn mit einem Follow, Prinz 77 mit einem Follow. In FIFA 22 steht da wuselig in Angriff. Ich hoffe. Ich hoffe, dass in FIFA 22 die Server, also die Server ist das A und O. Ich glaube, ich werde die Weekend League aus dem Hertha-Raum streamen, ne? Da drin wird es wieder 70 Grad sein. Mhm. Weil da kann ich halt richtig rumschreien. Boah, ob das so optimal ist, weiß ich nicht. Musst du in die WL reingehen, dass du nicht rumschreien. Ja, das ist Friede, ich bin da nicht ein Mann für. Du kennst mich. N'Golo Kanté. Ich komme gar nicht in die Spots, merke ich gerade, wie ich sonst immer meine Tore mache eigentlich. Schwitze halt. Mhm. So bei mir, meine ganzen Tore kommen ganz halt über außen und dann komme ich rein. So, jetzt habe ich mal Platz. Perfekt. Drückt er gleich wieder auf Dreieck und dann stehst du da. La Coqueta? Ne. Perfekter Trick. Roulette haben die ja richtig verkackt. Mhm. Dann nimmt er in so einen dritten Kontakt, ne? Mhm. Und die ist echt eine Bank, ey. Mann, die ist echt eine Bank, Chat. Oh mein Gott! Ey, Freunde, wie schlecht der Roulette. Friede, guck ganz kurz meinen Stream, wenn du kannst. Guck mal, Pelé, wie der den Roulette macht, er war komplett frei. Ja. Oh, Hilfe, mach mal mit Kanté. Oh mein Gott, was ist das denn? Da, Digga, schwarz. Aber er braucht nur 2 Kontakte. Boah. Das hat er gut gespielt, mein Gegner. Trotzdem ziemlich kacke. Ach, und der macht Breakdance.
Jetzt wird er hier, ich lüge dich einfach jedes Spiel. Aber Ferdinand finde ich nicht so gut, Chat. Mach mal gleich, wenn du frei bist, mit Kanté Rolle. Digga, ich mach mit dem Typen gar nichts mehr. Mach mal. Also er macht es todeslangsam einfach. Wenn du mal Platz hast, nach einem Anschluss oder so. Junge, wie oft Elva, gepfiffen wird. Ja. Ja, Tower gesteuert. Oh mein Gott, was ein Tor. Welche Kameraeinstellung ist das? Höhe 20, Zoom 0. Das seht ihr am meisten vom Spielfeld. Mods, vergiss nicht die Statistik. Ja, von den Elfern, die interessiert mich wirklich, Mods. Ich müsste, glaube ich, so 4 reingemacht haben und ich glaube, ich habe 2 verschossen. Irgendwie sowas. Douglas Costa, oh mein Gott. Ich hab den so gebumst gerade. Aber es kommt immer irgendeiner dazwischen. Wenn der Gegner eine gute Abwehr, es kommt immer irgendein Penis dazwischen. Boah. Varane ist echt eklig, gegen den zu zocken, ey. Gute Variante da, Edigella. So stelle ich mir meine Mannschaft vor. Wie ging der Skill? Das geht mit 5 Sternen Skill. Ich weiß nicht, was es bei euch halt ist, Mann. Bei mir ist es R2. Ist voll schwer, immer Tricks zu erklären. Du meinst den hier, ne? Dieser neue, keine Ahnung. L2. Ja, ich glaube, das ist L2 bei euch. Gönn doch mal die Skillpunkte. Sehr gut, Gegner. Ach, hat nicht gezählt, sagst du, Herr Schiedsrichter. Hat nicht mehr gezählt. Sascha mit 2 Euro. Der Trick war krass. Yes, der ist cool, aber der bringt nicht mal was gegen Gute. Chat, also Skill macht Bock, aber sobald jemand herausbekommen hat, wie man so verteilt. Ich guck mal, ey, ich schwöre, es gibt, glaube ich, niemanden, der eine schlechtere Torschussquote hat als ich. Jeder Schuss gegen mich geht immer rein. Er geht immer rein. Vorhin auch schon das Game. Weil ich halt ausgekontert werde und das halt Tore sind, die. Guck mal, das ist ja ein Tor gewesen, Chat. Der muss halt rein, so. Da darf ich mich halt nicht beschweren. Aber es liegt daran, weil die zu immer so 100%igen kommen, weil ich das Spiel mache und er dann halt Platz hat. Vergleich das mal so, obwohl hier, das war gut gemacht. Guck hier, ich muss mir meine Chancen ganz anders rausspielen. Ich muss mit Skills und so arbeiten. Weil der da hinten rumdings hat und dann. Bop. Und das war schon wieder. Ja, doch, das habe ich gezeigt. Was war das hier? Ja, okay. Der hätte aber auch reingehen können. Der erste schon. Der Chipper hier.
Perfektes Tor. L2 rechten Stick nach vorne und dann zur Seite. Dann ist es bei euch L2. Ihr macht es in die Blickrichtung vom Spieler, den rechten Stick und dann halt nach unten oder nach oben. Eli, Junge, du regst dich nach einer Niederlage auf. Ja, normal rege ich mich nach einer Niederlage auf. Aber wir haben ja noch nicht verloren in dem Stream. Ach, ich muss mich noch qualifizieren für die WL. Das fällt mir jetzt so auf. Egal, wir machen noch ein Spiel. Wir machen noch ein Spiel. Wir qualifizieren uns im Stream für das Ding. Hilfe. Kriegt man für eine Niederlage auch Skillpunkte? Ja, minus halt. Nee, ich meine Punkte für die WL. Ja. Noch ein Spiel, noch ein Spiel. Wir qualifizieren uns für das Ding hier, Chat. Glaubst du, es sind so wirklich Leute Division 10 und verlieren da die ganze Zeit? Keine Ahnung. Digga, Seifer mit 2 Euro auf dem Weg ins Krankenhaus. Danke, EA Fingerbruch. Wirklich? Dylan mit einem Follow, David mit einem Follow, Pascalo mit einem Follow. Danke für die Follows, Chat. 15.000 Likes auf dem Stream haben wir geknackt. Kusch geht raus an der Stelle. Meinte nach dem Sieg, lol. Achso, ja, es nervt mich einfach so, wenn ich analysiere halt so mein Gameplay. Das ist ja hier an sich scheißegal, ob du gewinnst oder verlierst. Zum Beispiel das Game gerade, da habe ich nicht so gut gespielt, war halt okay. Aber davor hätte ich irgendwo davor ein Spiel verloren, wo ich gut gespielt habe. Das wäre mir egal, weil es geht gerade darum, wie man zockt. Aber ich spiele auch schon seit 3,5 Stunden, halt Morris mitnehmen. Und da ist die Konzentration dann auch nicht mehr so ganz oben. Ich spiele nicht was anderes. Da kommen wirklich Konzentrationsschwächen. Es war kein Abseits. Hier ist der Spot für Elastico übrigens. Und wenn ihr eine Sekunde zu lang zögert, dann kommt da immer jemand dran. Der Gegner kann auf jeden Fall ein paar Tricks. Oh mein Gott, was? War gut gemacht, aber wie geht der von da rein? Erste FC Union. Perfekt. Mein Gegner kann was mit Abseits fallen und so, okay. Obwohl er Torwart gesteuert hat. Morgen wird es ein Turnier geben, Freunde. Morgen spiele ich so ein E-Sportler-Turnier, glaube ich. Niemals streamen, bitte. Doch, ich stream das. Ist es abends, oder was? Ja, ja. Oh, nice. Ich glaube schon, dass es abends ist. Ich bin mir gerade nicht mehr zu 100% sicher. Da machen so Mo, Hasso, ich, Okay. Nee. Ganz viele bekannte, richtige. Lefty macht da auch mit. Sehr, sehr gute E-Sportler machen damit. Man kann sogar was gewinnen, aber ich sehe dich eher als Training. Wegen Training. Deswegen kann ich das machen. Okay, mein Lieber. Ich gehe offline. Nacht, Chat. Elber. Das ist zu OP, die sich als Elber. Gute Nacht. Soll ich dich nachher anrufen? Ja, also ich geh nicht schlafen, ich guck Death Note. Macht Sakul cool mit? Ich glaub schon, ja. Ich glaube, der macht mit. War aber vorher gut gemacht mit den Skills. War glücklicher Elfer, aber war vorher gut gemacht. Ich höre, jetzt ist das Gameplay wieder flüssig. Ganz, ganz komisch. Oh, ich wusste es. Patrick? Unsympathische Nummer 4, der Patrick?
Das ist manuelles Pressing, Freunde. Ich finde, ich kombiniere mich gut in den Strafraum, aber irgendwie bin ich im Abschluss noch nicht drin, ihr merkt es. Aber der hätte mal reingehen können, maybe. Oh, was? Und jetzt wieder Konter. Was soll ich dagegen machen, Freunde? Die laufen immer einfach auf meine Kette zu. Das ist halt echt immer gefährlich, aber bin immer der das Game eigentlich macht. Oh, sag sogar Mitte, dass er da hinspielt. Ja, und er läuft wieder einfach auf meine Kette zu. Ja, lass mal deine Filme, Kollege. Aber Alu, muss ich sagen, treffe ich kaum noch. Also treffe ich kaum in dem Game. Jetzt gerade, aber sonst. Klasse zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Sonstige Details? Sinneswandel, achso, ich weiß nicht, wo wir gerade sind. Army 88 mit einem Follow, Offense 07 mit einem Follow, Niklas Göhle mit einem Follow. Danke für die Follows hier nochmal, Chat. Steht nur 2-1, aber guckt euch, Freunde, es ist so heftig, dass jeder Schuss auf meinem Tor drin ist. Jeder. Aus meinem letzten, keine Ahnung, aus meinen letzten 6 Schüssen gegen mich aufs Tor, insgesamt in 3 Spielen, waren 5 drin, glaube ich. Echt heftig. Oh. Herr Schiedsrichter, weiß ich nicht, ob der ganz komplett im Aus war. Würde ich dann nochmal nachgucken. Gib mir mal die Pille hier. Komm mal ins 1 gegen 1. Ach so. Okay. Steht nur 2-1, Eli. Lass dich jetzt nicht. Gameplay sehr gut gerade, Chat. Sehr, sehr gut.
Das macht so Bock, ey. Wenn das Gameplay gut ist, macht das so Bock, weil die machen es genau in dem Moment und die machen es übertrieben flüssig. Das ist zum Beispiel, ich hätte hier, wir machen mal ein drittes Tor, Digga, sonst, ich habe keinen Bock hier gleich zu verlieren. Muss ankommen, der Pass Pelé, sag ich dir ganz early. Unter uns beiden. Unter vier Augen. Und da haben wir wieder den Salat. Außen. Ah, okay. Stehe ich doch da mit dem kleinen Wuseling. Boah. Boah. Lass mal deine Filme. Ich lerne das noch, Freunde, ihr werdet sehen. Mit diesem Manuell. Ich glaube nur nicht, dass es gegen Pros gut ist. Um ganz ehrlich zu sein. Ach, Digga. Ach, Diggi, kennt ihr den von TikTok, der immer so Finanzen macht? Wie geht's in die Mikkel? Junge, meine Gegner müssen nur Kreis drücken, Alter, alles geht rein. Ha, Digga, ich raste aus, MAP gleich böse. Würde ich nicht nur einen Controller haben, wäre der längst kaputt. Wie macht man einen Elastico-Chat? Elastico ist sehr einfach. Das ist die Bewegung von dem Elastico. Rechts anfangen, das ist der Elastico, wenn ihr so... Da halt, wenn ihr, ja, ihr versteht's. Elastico ist easy. Ihr müsst euch nur immer so, was nicht so einfach ist, ihr müsst euch so ein bisschen in die, oh, danke schön, in die Lage vom Spieler versetzen. Also kannst die Bewegung jetzt nicht machen. Jetzt geht es zum Beispiel. Warum macht der ganze Zeit Abseitsfallen, der Knecht? Oh, ich habe ihn eigentlich in den Lauf gespielt. Kanté-Chat gefällt mir nicht. Er erobert keine Bälle, Mann. Er ist viel zu schwach, gerade schon wieder. Kommt er an? Guter Abwurf da. Nicht mal annähernd so zu nehmen. Ich finde mein Gegner offensiv aber nicht mehr schlecht. Clip mir das einer. Das würde wäre so passend, wenn der reingeht. Mann, ey, ist das ein verbuggtes Dreckspiel. Oh oh, ich hab schon gedrückt. Ey, das ist so krass, dass Mondi auch 4 Sterne Skills hat, Chat. Er kann einfach Scoop-Turns und so, das ist so ein kranker LV, wenn der einen Tots oder so bekommt, Chat. Das ist geisteskrank. Wenn der Mann einen Tots bekommt. Hat er jetzt ernsthaft Mbappé eingewechselt? Elastico ist geil, wenn du den in Stand machst. Also Außenstand.
Der macht den dann so schnell Hilfe. Oh. Davis hat auch 4, ist auch krass. Ja, Davis und Mondi sind die besten LVs in dem Game. Würde ich so sagen. Davis für 4. Welche Formation zockst du? Wir spielen 4-2-3-1 gerade. 4-2-3-1. Dass auch immer Foodgründer steht. Warum steht. Ja, es ist mal ein Schuss nicht reingegangen. So, guck mal. Der hätte niemals reingehen dürfen. Ach, man kann es ja nicht sehen, weil die Wiederholungen auch verbuggt sind. Niemals darf der reingehen. Okay, vielleicht schon, aber nicht so. Also Dembele hat doch keinen guten Abschluss. Meine Chancen, ich laufe auf die Kette zu. Wieder guter Trick, gut gemacht. GG von Edigala Elva. Neymar. Auch gut gespielt. Naja, und das letzte Tor war okay. Daisys hat er für mich kein 96 Pace in Game. Ja, das fühlt sich immer so. Pelé hat auch nicht 96 Pace, das fühlt sich nicht so an. Als wenn der Mann 96 Pace hätte. Nico mit einem Follow, Phoenix, Dominik mit einem Follow, Ray Sticks mit einem Follow, Michael Lima mit einem Follow, Afdi 10 auch mit einem Follow. Du hast dich für die Regular League qualifiziert. Kurz mal bei Insta markieren. Warte, ne. Wo ist denn hier? Habt ihr? Das wird ein Spaß. Gegnerischer Skillwert. Es dauert voll lange, bis man hochkommt. Hilfe! Hertha BSC mit einem Follow. Die alle echten, oder was? Davis heute nur 12k gestiegen. Davis nur heute schon 12k gestiegen. Ja, die gehen alle jetzt gerade hoch. Eigentlich guckt euch mal meine Transferliste noch an. Warte mal, erstmal. Zugang jetzt einlösen, dankeschön. Bin ich jetzt qualifiziert? Registriert, danke. Guckt euch mal meine Transferliste an. Ne, das meine ich nicht. Hier, Sterling, Varane, bla bla bla, Havertz. Sané, Semedo. Ist gar nicht mehr so viel, ich habe schon echt ein bisschen was verkauft, aber ich habe auch noch ganz schön viel im Verein. Hab auch noch ganz schön viel im Verein. Wie viel? 62k. Eder Militao, das habe ich ja auch noch ein paar. Klostermann, wie teuer? 30k. Donnerstag werden die am teuersten sein. Son, ja, den Son kann ich ja dann noch behalten. Freue mich so auf deine Ausraster. Ja. Liam, lies mir Spende vor, kannst was lernen, du Knecht. Liam, so. Wo hast du gespendet? Das ist schon ziemlich lange her, aber anscheinend. Vor 2 Stunden? Nee, das ist dann zu lang. Digga, ich find's auch nicht. Vielleicht hast du es nicht angekommen. Nichts angekommen, ne. Perfekt. Bulli gibt es nicht viele schnelle und die sind alle teurer als Prem. Ja. Bis wann bleibst du an? Das war gerade das letzte Game, Freunde. Morgen kommen wir wieder online. Mir hat der Stream Spaß gemacht. Ich hoffe, ja. Also es gab 2 Spiele, die haben mir gar keinen Bock gemacht, weil ich meine Spieler nicht steuern konnte. Aber jetzt, das gerade schon wieder, hat mir echt Spaß gemacht. Wenn die Server gut sind, macht FIFA 21 Bock. Weil man es halt so viel skillen kann. Aber Chat, ich hatte auch gerade 2 Spiele gegen diesen Knechten da. Ich hätte ihn so auseinandergenommen. Also wir haben keine Ahnung, wie viele Spiele gemacht. Ich glaube 5. Wir haben 11 Spiele gemacht und ich glaube 10 Siege, einen Unentschieden oder so. Ist okay.
Die unsympathische Nummer 4 mit 2 Euro versuche seit anderthalb Stunden Mitglied zu werden und es geht nicht. Hä? Warum? Muss eigentlich gehen, die unsympathische Nummer 4? Eigentlich müsste das gehen. Geller, können wir deine Taktiken und Anweisungen und so von heute für ein Video benutzen auf Edi Geller Kanal oder machst du dazu was anderes auch selber auf einem Video? Ich mache es selber, aber das Video wird erst am Donnerstag kommen. Ich werde morgen den ganzen Tag spielen und mal gucken, wie ich da so abschneide. Und wir werden uns morgen, denke ich, mit so 2000 noch was Skillpunkten sehen, hoffentlich. Und vielleicht spiele ich abends, ich weiß nicht, wann das Turnier oder ob das Turnier, wie gesagt, ist. Ich habe es wirklich vergessen. Mal gucken. Entweder gibt es morgen so wieder wie heute oder wir machen dieses Pro-Turnier. Mal gucken. Das war es auf jeden Fall jetzt von mir, Freunde. Lasst ihr nochmal alle ein Follow da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Kuss geht raus für den krassen Support in diesem Stream mal wieder. Edi Geller out, Freunde. Morgen gibt es wieder einen Stream.